DSFM 2016-2. Die vierte Station. Der Weltmeister auch bei SRD auf Titeljagd. Kann jemand diese Siegesserie stoppen? Fordert das Castrol S wieder seine Opfer? Gleich sehen wir mehr hier live bei SRD TV. Ich bin leider abgeflogen. Wie im echten Leben. Die Streckenführung natürlich genial. Was das Fahrverhalten angeht, sehr realistisch. Sehr, sehr nah dran. Ich sag mal, wir sind zu 98% dran. Super Start, setzt sich da schon ran an die beiden Vorfahrer da vorne. Und da wird es richtig eng zwischen den drei Fahrzeugen und der Sim-Synchro hier vorbei im Laude S. Simracing zu deinem Motorsport. Drei Serien, dreimal Nürburgring, heute die Sprintvariante. Mein Name ist Manuel Wendel, an meiner Seite wie gewohnt der Alex Sturm. Guten Abend Alex, wir haben den Weltmeister an Bord. Was denkst du, erwartet uns heute bei der DSFM auf dem Nürburgring, auf der Sprintvariante? Ja, erstmal guten Abend Manuel und an die Zuschauer. Ja, ich denke, dass er die Jagd auf den Champion ist eröffnet, kann man sagen. Also ich denke mal, dass sie sich dahinter ziemlich drum kämpfen werden, den Martin da vorne zu ärgern können. Ja, frisch gebackener Weltmeister geworden in iRacing am vergangenen Samstag, heute bei SimRacing Deutschland unterwegs. Also sprich, ihm macht die Serie Spaß, er ist ja der Seriensieger, hatte jetzt nur im letzten Rennen das ein oder andere Problemchen, war da ein bisschen in den Starttumult verwickelt, damit ein bisschen zurückgefallen, aber ist jetzt wieder zurück und fährt heute die Quali. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Rennen verlaufen wird und ob noch mal jemand anderes heute da vorne mitmischen kann. Wieder prall gefülltes Fahrerfeld heute Abend. Also es werden immer mehr, Alex. Ja, freut uns natürlich zu sehen, dass die Serie immer mehr Zuspruch findet, auch vor allem mich als Orga-Mitglied. Und ja, vielleicht kommen ja doch noch immer ein paar hinzu. Dann wird's sehen. Ja, während wir jetzt hier mit David Jahn unterwegs sind, der gerade die Kurzanbindung gefahren ist. Also die Sprint-Variante, die wir heute fahren, Kurzanbindung plus Mercedes Arena. Eine kleine Herausforderung auf jeden Fall. Dieses Castrol S, wir haben es aus den verschiedenen Rennserien oder in den verschiedenen Serien gesehen. Die hat es wirklich in sich, die Kurve, und auch vor allem in Renn 3 dann. Renn 3 wird die kaltesten Wetterbedingungen haben, sprich kalte Reifen. Und dann dieses Castrol S, diese abschüssige Rechtskurve, die doch viele Linien bietet.
ein großer, großer Punkt für Fehler, leichte Fehler und dann natürlich auch in der Startsituation hier, vor allem mit den Formelfahrzeugen, wo wir stehen, starten, doch ein Punkt, wo viel, viel passieren kann und eventuell auch wird. Ja, momentan David Jahn wild gewesen, der sich auf die 2 vorgefahren konnte. Jetzt Marcel Lienowski auf seiner schnellen Runde. Ja, wenn wir uns die Zeiten anschauen, wir haben schon die ersten Fahrer, die da eine Zeit gesetzt haben. Carsten Filmer mit einer 1:23.864 im Moment mit der Pole Position Zeit dort unterwegs. Jetzt geschlagen von Martin Krönke mit einer 1:23.588. Wir sehen es jetzt auch links in der Einblendung. Qualifikationszeit noch 5 Minuten 30. Bisschen mehr, während wir sehen, Florian Kappel, grün markiert, schiebt sich vor, auf Rang 2 mit einer 1:23.712. Carsten Filmer, der eben noch vorne war, auf Platz 3 liegend jetzt, vor David Jahn, vor David Müller. Und der nächste, der sich da vorne schiebt, Robin Hasse mit einer 1:23.692. Ja, guck dir das an, wie knapp das da vorne im Moment aktuell ist. Ja, das ist sehr knapp. Das hat schon, ja, die Pre-Quali-Zeiten angedeutet, dass das sehr eng werden kann. Auch mit David Jahn, neuer Fahrer, jetzt auf 2 vorgefahren. Auch mit dabei. Freut es natürlich, dass er direkt den Anschluss finden konnte ans Feld. An die Spitze sogar direkt. Kommt ja aus dem Realen, soweit ich informiert bin. Ja, Vizemeister ADAC GT Masters, also Real auf jeden Fall. Und hier dabei. Das zeigt auch wieder, dass iRacing doch eine sehr, sehr interessante Simulation ist. Immer mehr Fahrer finden doch den Anklang. Wir haben es auch gesehen bei der SimRacing Expo. Da durften wir hier auch, oder am Nürburgring, ja, also hier, durften wir da natürlich auch vor Ort sein und haben dann erlebt, wie die Fahrer der BES im Driver Briefing kurz danach wirklich an die Simulatoren gestürmt sind. Carsten Filmer verbessert seine Zeit auf eine 1:23.337. Ja, halbe Sekunde fehlt ihm da noch nach vorne. Dann ist er dran an dem Pole-Setter im Moment, Martin Krönke. Der zurückzukommen. Die Fahrer waren da wirklich innerhalb von wenigen Sekunden an den Simulatoren und die waren besetzt. Also iRacing ganz, ganz hoch angesehen, mittlerweile auch bei den Real-Fahrern. Hey, ist David nochmal seine aktuelle Runde vielleicht noch mal verbessern kann. Ja, es ist ja auch so, ein kleiner Ausritt mal kurz neben die Strecke für die Zuschauer, die neu sind. Wir haben ja ab und zu wieder die neuen Zuschauer hier im Feld, die dann auch mal fragen, wie es aussieht, was ist das überhaupt, was ihr da fahrt und so weiter und so fort. Ja, bei iRacing ist es so, wenn man leicht neben die Strecke an gewissen Stellen kommt, also mehr als 2 Räder außerhalb der weißen Linie hat, dann gibt es einen sogenannten Off-Track und damit ist dann die Runde nicht gewertet. Hier Martin Krönke nach der nach dem Coca-Cola-Kurve, das ist noch okay, soweit wie er da draußen war, das müsste passen. Jetzt sehen wir die laufende Zeit. Ja, momentan die Imstelle ist wirklich bei der Sprint-Variante. Wir fahren ja nicht die schnelle Motorrad-Schikane, sondern die langsame Grand Prix-Variante. Ja, normalerweise ist halt die schnelle Motorrad-Schikane bekannt, dadurch, dass man dadurch sehr aggressiv fahren will oder es verleitet. Dass man da schnell so einen Off-Track aufs Auge gedrückt kriegt. Und ja, jetzt momentan eigentlich nur Ausgang Mercedes-Arena, so die Problematik, weil man da auch relativ früh aufs Gas will mit den Formel-Autos und will nicht viel Schwung aus den auf die kurze Gerade zu kriegen und dann um die Contri-Spange zu gehen. Ja, vielleicht sehen wir das nachher nochmal. Eine Einblendung, nicht nur mit den Formelfahrzeugen, du sagst es, eine Herausforderung, auch mit den GT3-Fahrzeugen sieht man es oft, dass sich da natürlich weit, weit nach außen getragen lassen wird. Und dann gibt es diesen sogenannten Off-Track und das ist natürlich bei der Qualifikation nicht so gut, wenn da die Zeit nicht gewertet wird. Wir haben hier nicht viel Zeit, die Fahrer haben 4 Runden Zeit, um eine Zeit zu setzen. Das war viel Zeit in einem Satz. Ja, 4 Runden bleibt den Fahrern, um eine Zeit zu setzen. Habe ich da 4-mal einen Fehler, starte ich von hinten. So wie es aussieht, lass uns drüber gucken.
Ja, Martin Krönke wieder mit 7 Zehnteln Vorsprung. Also der beweist mal wieder, dass er dem Weltmeister würdig ist. Lässt ja gar nichts anbrennen. Vorne direkt dahinter der Carsten Filmer, gefolgt vom David Müller und Christian Bug. 3 und 4 dann vom Hawk Racing, wie gesagt, schon besetzt. Und 5 dann der David Jahn, Neuansteiger. Ganz knapp dahinter mit 1/10. Und dicht darauf gefolgt kommt schon Robin Hasse, Florian Kappel und Philipp Stamm. Und der David Hoffmann jetzt von Sauerland Racing neu dabei, auf 9 vorgefahren. Ja, und das Schöne ist, wir haben es zu Eingang schon kurz erwähnt, es werden immer mehr Fahrer. Mittlerweile haben wir 23 Fahrer, wir sind gestartet im ersten Rennen mit 18, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt sind es schon 23 in der Pre-Quali, sind mehr Fahrer unterwegs gewesen. Über 30 Fahrer haben sich mittlerweile auch in die Gesamtwertung eingetragen. Ich gucke gerade mal, ob ich das finde, Pre-Quali. Leider im Moment nicht. Müssten 18 gewesen sein, die zumindest am Anfang unterwegs waren. Jetzt sind wir bei 23 und es ist schön, dass eine Serie wächst. Meistens ist es ja leider so, dass der eine oder andere die Serie verlässt. Aber Zuwachs auf jeden Fall immer toll, obwohl nicht alle Fahrer am Start sind aus den vergangenen. Ja, und wir sehen auch, dass die Zeiten immer enger werden von Rennen zu Rennen. Also die Fahrer schießen sich wirklich per Rennen auf das Auto ein. Wir haben jetzt ja fast jeder einen Abstand innerhalb von 10.000stel. Ja, und wir haben gerade schwarzes Bild. Wir sind vom Server geflogen. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr schade. Gerade am Ende der Qualifikation. Wir sind aber auf jeden Fall gleich wieder drauf. Dauert jetzt leider ein paar Sekunden. Ja, Alex, da haben wir jetzt wie immer einen kleinen Wurm drinne. Wir sind es ja mittlerweile gewohnt. Aber nichtsdestotrotz, wir machen weiter hier. Start wird jetzt auf jeden Fall spannend werden. Stehender Start. Mal sehen, ob wir den noch einfangen können. Ich bin optimistisch, dass das reichen wird. Da wird es natürlich interessant auf zur Kurve hinzu. Rein in die Mercedes-Arena, da kann man auch schon, denke ich mal, zu zweit nebeneinander fahren. Also mal gucken, wie sich das Feldausgang Mercedes Arena bzw. der ersten Runde sortiert hat dann. Ob Martin Krönke immer noch die Führung behalten konnte oder ob da Carsten Filmer oder David Müller vorbeigehen könnten. Ja, aufpassen heißt das natürlich. Selbst wenn man vorne wegfährt, ist man da nicht sicher. Da kann immer was passieren. Man sieht zumindest, dass die Strecke wieder am Laden ist. Also wir sind gleich auf jeden Fall live beim Rennen dabei. Es gibt Dinge, die können wir nicht beeinflussen, aber es läuft. Wir haben ja den ein oder anderen an der Boxenmauer stehen. Alex, so wie es aussieht, scheinen erstmal, wir haben den Start jetzt nicht ganz gesehen, aber da scheinen erstmal alle gut durchgekommen zu sein. Kein großer Kontakt der Fahrer und das ganze Feld scheint auch jetzt durch die Mercedes-Arena gut durchgekommen zu sein. Ja, die erste Kurve verlief wirklich glimpflich. Natürlich versucht der ein oder andere sein Manöver zu setzen, aber hat alles gepasst am Ende doch. Ja, Besonderheit hier, man muss es immer wieder erwähnen, ist natürlich
dass das Grid gedreht wird, beziehungsweise die ersten 12 werden gedreht nach jedem Rennen. Sprich, Platz 1 natürlich ein schön umkämpfter Platz, aber auch dieser Platz 12, gerade für Rennen 2 und Rennen 3 dann wirklich ein doch sehr, sehr interessanter Platz, weil dann steht doch mal der eine oder andere ganz vorne, der da normalerweise nicht so oft steht. Und wir haben gesehen, das führt dann doch so zu sehr, sehr interessanten Konstellationen in der Startsituation. Ja, Martin Krönke konnte die erste Runde erfolgreich mit dahinter dann Florian Kapp jetzt mit David Jahn im Zweikampf und der Robin Hasse gegen David Müller. Die erste Runde natürlich wieder jetzt dicht beieinander. Ja, und jetzt sehen wir es auch wieder live im Bild. Wir sind wieder zurück mit den Live-Bildern. Ja, hier gerade mit dem Zweikampf Andreas Bär gegen David Hoffmann. David hat er doch ein bisschen verlieren müssen, ist ja von 9 gestartet, jetzt auf 14 zurückgefallen nach der ersten Runde. Vielleicht ist er doch Vorsicht angehen lassen, als er vielleicht hätte müssen, aber wir wissen es nicht. Ja, auch. Wir gerade davon sprechen, Andreas Bär mit einem kleinen Fehler wird jetzt direkt 3, naja, vielleicht 4 Positionen verlieren. Muss ich da jetzt gegen den Jürgen Gattriker verteidigen, das passiert ganz schnell in der Startphase, dass man dann, ja, ein kleiner Fehler und du hast direkt 3-4 Positionen verloren. Ja, wenn man sich auch die Abstände anguckt, wir haben vorne relativ ausgeglichenere Abstände und hier haben wir eine schöne große Gruppe. Markus Erbe, der da vorne wegfährt, Panthöfer dahinter, Andreas Bär, Jürgen Gattringer und da gibt es den nächsten Dreher. Andreas Bär steht quer, kann das Auto noch gerade so abfangen. Oh, und da gibt es fast den Kontakt, Ebert fährt da fast Bär in das Heck rein. Ebert hatte auch in der Startphase einen Dreher. Ja, da scheint es auch nicht ganz so gut zu laufen. Da stand eben einer quer zur Fahrbahn. Wer war das? Marcel Jelinowski fährt in die Box. Oh, da sieht es aus, als wäre er eingeschlagen. Gucken wir mal, bis wir in der Wiederholung nochmal sehen. Oh, da gibt es den leichten heftiger Einschlag in den Reifenstapel. Zum Glück keine so schnelle Stelle, aber damit ist natürlich Rennen 1 gelaufen. Ja. Vorneweg Martin Krönke. Vor allem das Rad voll genau auf die Ecke der Mauer und das tut dem Auto nicht gut. Ja, wir sehen Martin dann Vorsprung ausbauen und er direkt dahinter David Müller und David Jahn mit dem Andriy Rajkovic im Zweikampf. Andriy Rajkovic jetzt ja bei Hawk Racing rüber gewechselt, also auch nochmal Verstärkung fürs Team und für die Teamweltmeisterschaft vor allen Dingen. Ja, eine schöne Aufnahme aus der Box raus und schön zu sehen, wie da die Aufhängung von diesem Formel Renault 2.0 arbeitet. Rausgefüllt, filmt von David Müller, der gerade sich versucht, neben David Jahn zu setzen. Jetzt im Windschatten runter ins Castrol S. Da kann man mehrere Linien fahren. Boah, Kampflinie da von David Jahn, macht die Innenbahn zu, David Müller geht nach außen, die beiden Davids zusammen ins Castrol S nebeneinander. Da wird Müller ein bisschen weiter nach außen gedrängt. Clever gemacht von Jahn, lässt die Innenbahn frei, aber Müller muss zurückstecken. Also es war eine schöne Situation, wo man sieht, man kann da verschiedene Linien fahren. Die Frage ist nur, wie komme ich mit meiner Linie im Vergleich zum anderen besser aus diesem Castrol S raus? Ja, da hat der David seine volle Erfahrung ausnutzen können. Und ja, mittlerweile bei Florian Kappel und der Didi. Didi Draxler mit einem Dreher in der Mercedes Arena hier. Kommt auf den Körb. Ja, verliert das auch schon beim Gas geben. Also Ticken zu früh vielleicht am Gas oder Reifen noch nicht warm genug. Und ja, dann ist das Heck auch schon umgekommen. Und Philipp Stamm hier, der Teamkollege von Martin Krönke, musste ja von hinten starten. Setzt sich jetzt einen Angriff gegen Stefan Ebert und ja, Stefan lässt ihn ziehen. Ja, vielleicht doch der Konter. Ja, Philipp scheint erstmal die Nase vorne zu haben. Ja, hier haben wir das Teamduell sozusagen: Hawk Sim Racing gegen VS Konda SimSport. Die Hawk-Truppe ja seit dem letzten Rennen dabei.
Und Philipp Stamm, ja, du sagtest, startet aus der Box. Warum startet er aus der Box? Heute alle drei Rennen aus der Box, weil er seine Trainingsrunden nicht absolviert hat, die Voraussetzungen sind für einen regulären Start. Und auch noch ein Dreher im Castrol S von Philipp Stamm. Hier geht's runter, jetzt Bremspunkt relativ spät. Ja, oder wird er ausgehoben vom Körb, zumindest wirkt es, und wird noch leicht getroffen da. Wer war das? War das Stefan Ebert? Ich meine, das müsste Stefan gewesen sein. Hat er da aber auch wenig, ja, natürlich Platz war genug da, aber wenig Reaktionsmöglichkeit, da irgendwas zu machen. Innen vorbei jetzt an Wolf Dietrich Schoto, bremst sich da an dem gelben Formel Renault vorbei. Wieder eine gefährliche Stelle gewesen da, Ausgang der Conti-Spang, konntest aber Auto gerade noch so fangen. Ja, nächstes Duell gerade im Bild gehabt, Markus Erbe und Florian Kappel, werden wir jetzt Robin Haas im Bild haben, der gerade wohl auch einen Dreher hat und da hinten hat es gestaubt, was war da los? Im Moment geht es hier drunter drüben, Jürgen Gattringer hier hinter Thomas Panthöfer und Andreas Bär, nochmals dahinter, jetzt hier im Bild Jürgen Gattringer. Gerade durchs Bild gefahren. Thomas Panthöfer, hier Jürgen Gattringer, dahinter haben wir noch den gelben gesehen. Das ist Andreas Bär. Da hinten das vierte Fahrzeug, Stefan Ebert. Vorne Martin Krönke, mittlerweile schon fast 4 Sekunden weggefahren von Carsten Filmer. Und auch Christian Bug, der im Moment auf 3 liegt, nach vorne. Fast 2 Sekunden Rückstand und nach hinten über 3 Sekunden Vorsprung mittlerweile, also die ersten 3 scheinen relativ sicher, wenn wir ein schönes Duell sind. Schön durchgesetzt. Tolles Manöver. Ja, und jetzt gerade der Christopher Feuer frei, sagt er sich auf den Florian Kappel, den er direkt als nächstes sich packen will. Na, Conny Spange fährt der Florian schon Kampflinie. Ein paar Meter davor der David Hoffmann gegen Kevin Oderwald. Sauerland Racing gegen Sim Racing bei Konrad Motorsport. Schau dir das an. Schön, wie er jetzt hier den Windschatten mitnimmt, auf die Innenbahn zieht und versucht sich jetzt hier vorbei zu bremsen in die Schikane rein. Da muss man aufpassen. Aber schön gemacht und sehr, sehr fair von beiden. Und David Hoffmann setzt sich da durch gegen Kevin Oderwald. Also muss man sagen, da hat Oderwald auch gut reagiert und hat auch mitgespielt. Bei so einem Überholmanöver müssen beide Fahrer wissen, was sie tun. Und Rajkovic muss sich jetzt hier gegen Nils Carsten verteidigen, der ein bisschen weit kommt. Kann Rajkovic das auf der Außenbahn wieder kontern? Na, hat nicht ganz gereicht, da haben ihm ein paar Meter gefehlt beim Rausbeschleunigen. Hier haben wir einen teaminternen Kampf, Hawk Sim Racing. Teamintern sage ich, nein. Rajkovic, Entschuldigung, jetzt war ich gerade ein bisschen irritiert. Wir haben natürlich Rajkovic hinten. Rajkovic gewechselt zu Hawk Sim Racing. Carstensen natürlich noch bei seinem Team. Tut mir leid, da bin ich gerade ein bisschen durcheinander gekommen mit den Namen. Ja, aber der André probiert jetzt wieder vorbeizugehen. Sich überhaupt erstmal vorbeizugehen, aber wie oft schon gesagt wird, ranfahren ist das eine, vorbeikommen das andere. Wenn sich der Vordermann so breit macht, dass es die chinesische Mauer ist, hast du keine Chance. Oh je, und jetzt ein leichter Eindreher, kam das Heck und musste abreißen lassen zum Nils. Bei Florian Kappel scheint es ein Problem zu geben. Wenn ich das im Tableau entnehme, richtig, der fällt immer weiter zurück, hat er vielleicht irgendwie den Sektor nicht getroffen oder so. Der steht mitten in der NGK-Schikane auf dem Curb und muss jetzt das Auto abstellen. Ebert, der sich jetzt hier versucht an Philipp Stamm. Das altbekannte Duell wieder. Stamm wird damit ein bisschen Wut im Bau fahren. 9 Minuten hat er jetzt noch Zeit, sich vorzufahren. Im Moment auf Position 15 liegend, wenn man mal guckt nach vorne, auf Platz 12. Ja, da hat er. Und im Hintergrund der 8 Sekunden Rückstand. Panthöfer. Gerade noch gesehen, konnte Sascha sich super aus der Mercedes-Arena rausbeschleunigen.
Der Sascha ist auch so weit zurückgefallen. Hatte da irgendwas vielleicht mit dem Florian zu tun? Wie könntest du vermuten? Ja, Martin Krönke, schau dir das an, in unserer Zeitnahme. Vorhin hat er gehabt fast 4 Sekunden Vorsprung, mittlerweile nur noch 1,383 Sekunden Vorsprung vor seinem Verfolger Carsten Filmer. War da ein Fehler oder macht er wieder hier so ein wie letztes DSCM-Rennen, wo er gesagt hat, ah ja, ich gucke mir mal den Dreikampf hinter mir an, aber diesmal kein großer Dreikampf. Andreas Bär hier gerade vorbei, oder Ben, stammt vorbei an Andreas Bär. Andreas Bär hängt sich jetzt in den Windschatten. Versucht jetzt natürlich in T1 in der ersten Kurve hier den Konter zu setzen, zieht auf die Innenbahn, innen reinbremsen. Reicht im ersten Moment nicht, jetzt viel Schwung mitnehmen, Außenbahn, aber da muss er sich, glaube ich, jetzt geschlagen geben. Reicht hier nicht vorbeizugehen, beziehungsweise zu kontern. Und im Hintergrund der nächste Zweikampf, Ebert gegen Bürger. Das ist jetzt Team intern. Genau. Und da sieht der Formel Renault von Sascha Bürger nicht mehr so toll aus. Da scheint es doch einen heftigeren Kontakt gegeben zu haben. Oje. Nächster Dreher, Nils Carstensen. Ja, scheint da zu sehr den Körper auf der Innenbahn mitgenommen zu haben und dann hebelt sich aus. Hatte ich selbst schon ein paar Mal im Training erlebt. Ich bin auch mal 2-3 Runden gefahren auf der Strecke. Ja, da wird das Auto dann natürlich ein bisschen ausgehoben. Die Reifen verlieren den Kontakt zum Boden, sprich, die Haftung ist weg und. David Hoffmann muss da weit gehen und dreht sich auch noch ein. Eieiei. Musste da den Nils ausweichen und hat jetzt, ja, durch einen Fehler kann man. Ja, Fehler will ich nicht sagen, aber ist durch das Manöver doch wirklich an Positionen verloren. Aber richtig viel. Guck mal, wie lange er da braucht, um zu wenden, um dann zurück auf die Strecke zu kommen. Rückgefallen auf Position 17. Ja, da sind einige durchgegangen. Ja, das ist jetzt den Stefan Ebert unter Druck. Setzt sich in daneben. Passt an der Boxenmauer entlang. Sascha Bürger davor auch sperrt auf der Bremse. Und David Hoffmann kann er sich. Ah, nein, der Stefan kann noch auf der Innenbahn dagegen halten jetzt wieder. Bleibt vorerst vorne. Ja, und da hat man das jetzt schön gesehen. Also, wenn beide gut aus ihrer Linienwahl, aus dieser Kurve rauskommen, aus der ersten, mit ihrer Linienwahl, da kann dann auch passieren, dass beide Linien gut funktionieren. Und dann ändert sich halt einfach mal nichts an der Situation. Nächster Angriff. Rajkovic fällt weiter zurück, ist eben schon ein bisschen zurückgefallen. Jetzt Nemetzek vorbei an Rajkovic. Boah, war das knapp. Ja, momentan der Markus Erber auf Position 12, wie du schon sagtest im Vorwort vor dem Rennen. Auf dem berühmten 12. Platz der Sonne dann wieder im zweiten Rennen. Ob er sich darauf noch halten kann. Der Philipp kommt von hinten angeflogen, fährt ein bisschen schneller, hat allerdings noch 5 Minuten was ungefähr. Ja, 3-4 Runden noch entsprechen sollte. Ja, in dem Hintergrund ist auch noch der David immer sich wieder an dem Stefan Ebert probiert. Jetzt ausschätzt, weil er besseren Ausgang aus der Coca-Cola-Kurve gekriegt hat. Nebeneinander, Start und Ziel. Ja, da der David vorne, jetzt die Nase vorne in der ersten Kurve. Kann sich da. Nein, der Stefan kann sich nicht im Konter da wieder wehren. Ja, aber man hat schon im Ansatz gesehen, was Ebert vorhat. Er hat ein bisschen drauf spekuliert, dass da Hoffmann später auf die Bremse geht, vielleicht etwas weiter nach außen getragen wird. Dann hätte er mit mehr Schwung reinstechen können. Nächstes Duell im Bild: Christopher Dittmann gegen Kevin Oderwald. Hier geht es dann um Position 10. Ne, Position 9. Ja, mit der GoPro-Kamera. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Da sehen wir, wie er sich schön im Windschatten an den Kevin ransaugen kann. Muss jetzt die Außenbahn wählen, weil der Kevin sich auf der Innenbahn verteidigen will.
Ja, kann das schaffen auf der Außenbahn? Ja, leider nicht. Vielleicht jetzt kreuzen und dann die innere Bahn nehmen? Na, hat nicht gereicht. Da war der Kevin zu stark auf der Bremse. Am Limit, man hat den stehenden Reifen gesehen. Hier auch wieder stehender Reifen, die Reifen qualmen. Bei 20 Minuten vielleicht gar nicht so entscheidend, aber der Reifen dankt dem Fahrer trotzdem nicht. Führende im Bild Martin Krönke, gerade auf Start und Ziel einbiegend, wieder fast 4 Sekunden rausgefahren. Also da scheint vorhin irgendein kleiner Fehler drin gewesen zu sein. Da hat er wohl die fast 3 Sekunden verloren gehabt, aber man sieht, er fährt wieder raus. Letzte Umrundung, fast eine Sekunde schneller. Schnellste Rennrunde auch noch damit gefahren. 1:22.320. Vergleich hier eine 1:23.115, die schnellste Runde von Carsten Filmer vom Heusingfeld Core Motorsports Team. Ja, hier im Bild gerade das Duell. Was haben wir da? Andreas Bär und Stefan Ebert. Ja, davor die ganzen Positionen 12 bis 17 sind jetzt immer so ins Zweiergruppen. Markus Erbe, Philipp Stamm relativ eng beieinander, da ein bisschen Abstand der David Hoffmann, Sascha Bürger und dann Stefan Ebert und Andreas Bär. Ja, der Jürgen Gattringer schleicht sich so ein bisschen von hinten an und hofft vielleicht dann doch noch die beiden Positionen gut zu machen, wenn die zwei sich da nicht einig werden. Kampflinie hier von Ebert. Bär versucht sich jetzt außen vorbeizusetzen. Hartes Manöver, viel Schwung mitgenommen und schafft es jetzt mit der besseren Linienwahl, sich erstmal vorbeizuschieben an Stefan Ebert. Muss er Ebert jetzt auch aufpassen. Gattringer jetzt auch wieder dran. Jetzt gehen sie zu dritt hier durch die Mercedes-Arena noch durch. Heieiei. Also hier scheint sich auch nochmal ein bisschen was anzubahnen. Und auch um Position 12, wenn man so auf unser Zeitenklassement schaut, Tableau. Auch natürlich eine interessante Position, haben wir schon gesagt. Da geht es dann um die Position 1 fürs nächste Rennen. Da wird es auch nochmal relativ eng werden. Aber hier dieser Dreikampf natürlich auch sehr, sehr toll. Diese Aufnahme raus aus dem Heck von Stefan Ebert. Jürgen Gattringer rausgefilmt und jetzt geht's zu dritt, dann hoch zur Schikane. Uiuiui, zu dritt in die Schikane rein und der Jürgen Gattringer macht den Move des Rennens, kann man so sagen, und fährt sich auf 16 vor. In einer Kurve oder in zwei kurzen Kurven hintereinander in der Schikane an beiden Autos vorbei. Hier sieht man es außen angesetzt, viel Schwung mitgenommen und dann was ein Manöver. Aber wirklich eine Manöver, ja, eiskalt würde ich mal sagen. Ja, wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte. Und hier, jetzt haben wir das angesprochene Duell um Position Nummer 12. Markus Erbe gegen Philipp Stamm. Hier geht es um die Pole Position für das Rennen Nummer 2, was wir dann gleich im Anschluss sehen werden. Uiui, Philipp leicht raus ins Kiesbett da. Konnte das Auto gerade noch so abfangen, hatten jetzt vielleicht 2 Meter verloren oder zumindest den Schwung auf die Gerade und kann sich jetzt nicht neben den Markus setzen, der trotzdem in Verteidigungsmodus geht. Ja, und hier sehen wir Martin Krönke im Bild, den anderen VS-Korn, das Simsport-Fahrer, der sich mittlerweile in der letzten Runde befindet. Er konnte den Vorsprung wieder auf 6 Sekunden rausfahren, also er hat wieder seine Show abgeliefert, kann man sagen. Ja, Rennen 1 ja sein Rennen, aber die nächsten Rennen werden nicht so einfach werden. Da muss er sich jetzt durchs Feld durchkämpfen, startet dann von Position 12. Und es ist doch zum einen oder anderen recht tricky, sich da durchs Feld zu fahren. So, jetzt nur durch die Coca-Cola-Kurve. Und dann heißt es Sieg in dem vierten Lauf im ersten Rennen. Herzlichen Glückwunsch Martin Krönke zu seinem... Wie viel der Sieg ist es in der DSFM? Einer der 9. Sieg, danke. 9. Sieg ist es.
Ja, Carsten Filmer auf Position 2 gefahren, Christian Bug auf Position 3, gefolgt von David Jahn, der sich Position 4 sichert. David Müller vor Robin Hasse, 5 und 6 sehen wir hier ins Ziel fahren. Rajkovic, der jetzt hier nochmal aufpassen musste, oder haben wir da eine Überrundung? Nee, das ist ein Duell gegen Tobias Nemeček und Nemeček versucht es noch in der Coca-Cola-Kurve, schafft's nicht. Naja, jetzt hat André Rajkovic den 7. Platz doch sicher am Ende. Genau, und Nemeček dann dahinter. Detmann hat es auch nicht mehr geschafft, war auch ganz knapp noch hinter dem Kevin Oderwald. Carstensen sehen wir jetzt im Bild, auf Position 11 fliegend und Position 12, sprich Pole Position für Rennen Nummer 2, sichert sich Markus Erbe vor Philipp Stamm. Nee, der Philipp ist vorbei an Markus. Ist vorbeigegangen, aber er ist, glaube ich, nach der Ziellinie. Also laut unserer Zeitnahme ist Philipp Stamm vorbei an Erbe, aber wenn ich es richtig gesehen habe, erst nach der Ziellinie. Wir werden es in Rennen 2 sehen. Wobei, wir haben es ja eingangs erwähnt, Philipp Stamm muss ja aufgrund der nicht gefahrenen Runde sowieso aus der Box starten. Somit, so oder so, Markus Erbe, Pole Position in Rennen Nummer 2. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, wir haben doch den ein oder anderen Dreher gesehen. Crash in der ersten Kurve gab es nicht, Alex. Was denkst du, wie wird es in Rennen 2 sein, wenn jetzt die Fahrer gedreht werden, die ersten 12? Wird es da vielleicht ein bisschen härter zugehen? Wird es da den ein oder anderen Kontakt geben? Oder werden wir, wenn überhaupt, so Manöver sehen wie aktuell in Rennen 1? Eher so die Dreher, die nicht von anderen provoziert worden sind? Oder glaubst du wirklich, dass da ein bisschen mehr die Arme und die Ellenbogen ausgefahren werden? Ja, ich denke schon, dass, wie du schon sagtest, die Arme und die Ellbogen ausgefahren werden. Einfach aus dem Grund, dass die schnellen Fahrer wieder relativ zügig nach vorne fahren müssen durch die 20 Minuten, die sie nur haben. Und vielleicht auch wollen. Und dann vielleicht sagen, okay, der Martin ist hinter mir. Das ist jetzt mein schärfster Konkurrent, vielleicht im Fall vom Carsten Filmer. Und dann wirklich einen Vorsprung haben, vielleicht am Ende, der denen dann ja zum Sieg verhilft. Ja, nochmal kurz zurück, dieses klasse Überholmanöver von Jürgen Gattringer. Also so ein tolles Manöver. Wie hast du das gesehen? Schon clever gemacht vom Jürgen. Ja, das war richtig clever. Die beiden haben sich auf der Innenbahn behakt. Jürgen konnte außen seinen normalen Bremspunkt wählen und hatte dadurch dann mehr Schwung quasi schon in die Kurve rein und konnte sich dann da durchsetzen. Hatte aber auch Glück gehabt, dass er der Stefan die nicht am Hinterrad touchiert hatte, weil das war doch ziemlich eng. Ja, man muss natürlich mit Übersicht fahren, gerade mit den Formelfahrzeugen. Da hätte auch Ebert sich das Fahrzeug kaputt machen können. Hatte ja in der ersten Runde sowieso einen Dreher und da heißt es dann doch mal ein bisschen aufpassen und nicht dann gleich nochmal das Auto wegzusetzen, ist natürlich schade dann auch fürs Team. Die Reparatur muss nicht sein. Auf jeden Fall wunderbares Rennen gewesen. Ich freue mich richtig jetzt auf die nächsten 20 Minuten. Mit gedrehtem Starterfeld. Echt, nur du. Sind gleich wieder zurück. Kurze Unterbrechung. Dann geht's weiter mit den zweiten 20 Minuten hier vom Nürburgring von der Sprintstrecke. Live bei Simracing Deutschland. Ich bin leider abgeflogen, wie im echten Leben. Die Streckenführung natürlich genial, was das Fahrverhalten angeht, sehr realistisch, sehr, sehr nah dran. Ich sag mal, wir sind zu 98% dran.
Pop und Gunnar Miesen mit einem Superstart. Setzt sich da schon ran an die beiden Körperer da vorne. Und da wird es richtig eng zwischen den drei Fahrzeugen und der Simsing Pro hier, wobei ihm Laude ist. Simracing zu deinem Motorsport. Thank you.
aus der Werbeunterbrechung zurück am Nürburgring live bei SimRacing Deutschland. Ja, was werden wir jetzt sehen, Alex? Im Moment sehen wir auf jeden Fall das Warm-up, noch 4 Minuten. Ich muss mich korrigieren, ich habe eben gesagt, dass Platz Nummer 1 besetzt ist. Pole Position wird nicht besetzt, Pole Position bleibt frei. Also erster Starter dann auf Position 2. Position 2 somit die Pole Position. Ja, die letzten Runden für die Fahrer, um sich auf die Bedingungen einzuschießen mit den Autos. Mal gucken, ob der Martin schnell nach vorne kommen kann. Ja, Martin Krünke jetzt nur noch 11 Fahrer vor sich. Ganz vorne wird jetzt stehen Nils Carstensen vor Christopher Dittmann und Kevin Oderwald. Ja, wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Phase werden, gerade diese ersten 5-6 Runden. Ui, da testet einer mal direkt das neue iRacing Dirt Modell. Schafft das Auto wieder auf die richtige Strecke zu bringen und kann die Fahrt vorsetzen. Ja, Markus Erbe gerade im Bild gewesen, der da ein bisschen neben der Strecke war. Was auch interessant zu sehen ist, wir sehen die Fahrer nicht so wirklich an Startzügen. Wir sehen die wirklich hier Runden abspulen und dann gucken, dass das Auto noch perfekt abgestimmt ist. Ja, wir haben jetzt ein bisschen andere Temperaturen als im ersten Rennen. Von daher vielleicht nochmal einen Reifendruck anpassen. Ein bisschen vielleicht was am Flügel machen. Was. Oder einfach so generell das, was im ersten Rennen nicht so geklappt hat, mit Setup-Bauten jetzt für Rennen 2 dann verbessern. Dem einen oder anderen hilft da schon ein bisschen was am Reifendruck, wie gesagt. Der andere schraubt da ein bisschen mehr, der andere weniger. Vielleicht noch ein bisschen mit dem Sprit kalkulieren, weniger mitnehmen als gedacht, weil man im Rennen dann vielleicht doch öfters im Windschatten fährt, ein bisschen früher vom Gas geht, dann ein bisschen dieses Lift and Coast besser ausleben kann als in den Trainingssessions und somit dann doch vielleicht nicht ganz so viel Sprit mitnehmen muss. Also da wird jetzt bestimmt einiges von den Fahrern getestet, wie du schon sagtest. Ja, doch schwerer Betrieb auf der Strecke, also so gut wie jeder ist draußen und fährt seine Runden. Eine Minute 20 haben die Fahrer jetzt noch, um sich ein bisschen einzustellen auf die Wetterverhältnisse. Wenn es dann gleich heißt, grün, grün, grün und dann Gas geben, stehender Start natürlich. Wie es für Formelfahrzeuge sich gehört. Und dann diese erste Kurve. Ich habe es gefühlt schon 300 Mal erwähnt, aber es ist wirklich ein Punkt. Man hat es in diversen Rennen gesehen. Die Kurve kann wirklich zum Verhängnis werden. Ja, wir sehen auch gerade hier Vögel stammen schon. Ich vielleicht eine Outlap mit einem leichten Querstehern immer mal wieder. Muss das Auto stark korrigieren da. An der Stelle und ich denke mal, das wird kein einfaches Rennen für die Fahrer, vor allem weil sie viel mit dem Auto zu kämpfen haben bei diesen kalten Temperaturen. Ja, im Moment haben wir David Jahn auf Position 1 liegen im Warm-up. Mit einer 1.23.591 die schnellste Warm-up-Runde gefahren. Mal gucken, wie viel das jetzt nachher im Rennen wert ist. Autos verschwinden. Das bedeutet für uns natürlich, jeden Moment geht es dann mit dem Rennen los. Die Fahrer werden jetzt noch das Letzte an ihrem Setup schrauben, nochmal ein bisschen Sprit vielleicht einfüllen.
Und dann heißt's gleich joinen. Crit-Position einnehmen. Wir sehen es hier. Crit-Position wird schon von den ersten Fahrern eingenommen. Wenn dann alle ihre Crit-Position eingenommen hat, wird iRacing, wird iRacing die Ampel dann auf grün schalten, beziehungsweise erst auf rot, dann auf grün. Und das Fahrerfeld, die 21 Fahrer, werden sich dann auf den Weg in die erste Kurve begeben. Hier haben wir Nils Carstensen im Bild. Wir sehen, Position 1 ist frei geblieben. Jede Sekunde dürfte es vor losgehen. Ampel springt auf rot und grün, grün, grün. Und alle kommen gut weg, bis auf Nils Carstensen, der da ein bisschen Meter verliert. Muss sich jetzt schon in der ersten Kurve verteidigen gegen Christopher Dittmann. Er setzt sich jetzt schon innen vorbei. Nein, außen vorbei. Muss die weite Linie gehen. Verliert jetzt da nochmal an Metern und muss aufpassen, dass er nicht die nächste Position gegen Kevin Oderwald verliert. Im Hintergrund sehen wir, zu dritt, zu viert geht's da in die Mercedes-Arena rein. Die stehende Reifen, da wird's nochmal ganz eng. Ganz eng zwischen dem Hawk und dem VS Coanda-Fahrer. Schöne Startphase und da, oh, guck dir das an, wie eng es da ist im Hinterfeld. Hier David Jahn, der hinter Robin Hasse hängt. Carsten Filmer da noch im Bild. Nils Carstensen da, der Erste in dieser großen Gruppe. Ja, Schnatt hat zum Glück geklappt. David Jahn hätte ein bisschen verloren auf den kalten Reifen. Vielleicht nicht ganz so damit eingeschossen wie die anderen. Vielleicht fehlt auch die Erfahrung. Martin Grünke schon auf 8 Wochen. Hat schon da wieder 3 Positionen gut gemacht. Ist wieder on fire. Ja, hier geht's zu zweit durch die enge Gasse jetzt in die Coca-Cola-Kurve rein. Da, oh, guck dir das an. Martin Krücke sticht da innen noch rein. Jetzt neben David Jahn, Innenbahn. Jetzt hat Jahn natürlich den Vorteil da. Filmer vor ihm fährt, kann den Windschatten nutzen. Und jetzt Krücke, schau dir das an. Krücke musste eben in den Windschatten reinziehen, sonst hätte Bug die Chance gehabt, vorbeizugehen. Oh, was ein Manöver da. Filmer schmeißt aber ganz hart die Tür zu. Jetzt geht's zu dritt rein in T1. Filmer leichtes Schlingern. Ja, und der David direkt versucht, das auszunutzen, setzt sich daneben außen, kann vielleicht leicht beschleunigen, ja, kann sich dann noch nebenhalten, aber jetzt allerdings die Enge links, ist die Kurve wieder für den Carsten. Ja, und Bug kann jetzt möglicherweise vorbeigehen an Martin Krünke. Oh, was schöne Duelle wir hier gerade sehen. Hier sind Positionen 6, 7, 8, 9 und 10 im Bild. Jetzt nur noch 8, 9 und 10. So wollen wir das sehen. So lieben wir natürlich Simracing. So lieben wir auch diese Formel Renault. Da geht's richtig eng zur Sache. Und da wird auch richtig fair gefahren. Wir haben ganz wenig Strafen. Ich glaube, wir haben in der Saison erst eine Strafe oder zwei gehabt. Und es ist natürlich doch sehr, sehr erstaunlich. Obwohl hier so hart gekämpft wird. David Jahn, der jetzt sich an Carsten Filmer dranhängt. Jetzt wahrscheinlich wieder den Windschatten suchen wird. Was heißt wahrscheinlich? Er sucht sich natürlich jetzt den Windschatten hier auf Start und Ziel. Und dann beim Anbremsen rausziehen und vorbeigehen in T1. Und gleichzeitig aber darauf achten, da Martin Krünke jetzt von hinten kommt. Rausgefilmt vom Flügel von David Jahn. Das Heck von Carsten Filmer. Da wurde es aber eben richtig eng. Zumindest sah es aus der Perspektive aus. Da ist mir gerade etwas anders geworden. Da war der David sehr schwer auf der Bremse, konnte gerade nur so den Kontakt vermeiden. Konnte sich allerdings erst noch von der Position behaupten. Und ja, hier sehen wir Kevin Oderwald gegen Robin Hasse. Zweitausgang Mercedes Arena. Robin sehr weit unterwegs gewesen. Und dahinter geht's auch eng zusammen. Da ist der Carsten wieder mit im Spiel, hinter dem Nils Carsten sind. Und direkt hinter Martin Krönke am David Jahn. Also und genau richtig eine Ecke, ja, sechste Kampfgruppe, fünfte, ja, Kampf. Und das genau das ist, was dieses Reverse Quit bzw. diese ersten 12 gedreht ausmacht. Dieses wirklich Zusammenschieben und dann im Mittelfeld in Anführungszeichen diese knallharten Kämpfe.
und da Angriff von Filmer. Oh, aufpassen, aufpassen. Oh, da muss Filmer zurückstecken. Jetzt aufpassen, dass er nicht gleich noch die Position an Jan hergibt. Oh, und Jan rammt da. Carstensen war das. Carstensen wird da getroffen von, ja, David Jan. Aber das war wirklich eine Situation, da musstest du innerhalb von wenigen Sekunden reagieren. Das ist natürlich extrem schwer. Ja, der David hatte da leider keine andere Chance. Links neben ihm war einer, oder zumindest wurde ihm das so angesagt. Oh, schau dir jetzt an, Entschuldigung, ich unterbreche. Zu dritt geht's rein in die erste Kurve. Ja, das ist, boah, Martin auf der Innenseite. Oder halt in der Mitte, Filmer nimmt die Außenbahn und muss da jetzt erstmal hinten sich anreihen und Krönke vorbei an Oderwald und Filmer. Was ein schönes Manöver. Ja, um nochmal darauf zurückzukommen, der David hatte da keine andere Möglichkeit. Links eben ihm noch einer und vor ihm direkt der verlangsamte. Wer war das jetzt? Jetzt Carstensen, genau. Und da konnte er nicht viel machen. Also ausweichen ging nur noch nach rechts und das war, glaube ich, so nicht möglich. Na gut, jetzt muss der David sich gegen David Hoffmann, gegen seinen Namensvetter und Sascha Bürger verteidigen. Oh, heftiger Abflug da vorne. Heftiger Abflug. Zwei Fahrzeuge stehen daneben der Strecke. Wer ist das? Christopher Dittmann dürfte es gewesen sein. Werden jetzt hier drei Hawk, wenn ich das richtig von hinten sehe, drei Hawk-Fahrzeuge nebeneinander verneinen. Ist links hinter der dritte dürfte keins gewesen sein. Oder doch? Monitor ist heute wie immer nicht so. Doch. Doch, doch, doch. Ja, und der nächste steht. Robin Hasse. Ja, Martin Krönke ist erster wieder. Geht's gerade runter drüber. Alex. Jungs, wir wollen auch mal 10. Macht mal ein bisschen Halbplan da vorne. Aber es ist natürlich schön so, dass wir sehen, dass die Serie doch immer spannender wird. Von Rennen zu Rennen. Ja, und David Jahn scheint da jetzt wirklich das ein oder andere Problemchen zu haben nach dem Kontakt. Vielleicht da ein bisschen was am Frontflügel beschädigt. Auch Christian Bug mittlerweile auf 2 vorgefahren. Sascha Bürger auf 3, David Müller auf 4, David Hoffmann auf 5, David Jahn auf 6, Kevin Oderwald auf 7, Robin Hasse auf 8, Nils Carstensen auf 9 und Carsten Filmer auf 10. Ja, und wir standen hier gegen Tobias Nemeczek, konnte sich da jetzt nicht daneben halten in der Ausgang Mercedes Arena. Konnte die Spange muss er auch noch dahinter bleiben, weil der Tobias sich da richtig breit macht. Die Regie hat heute alle Hände voll zu tun, wenn man so in die Zeitenabstände guckt, da ist es überall ganz dicht beieinander. Hier Christopher Dittmann, der sich jetzt guckt, wie er da vorbeikommt an Jürgen Gattringer, der jetzt zu dieser tollen Kurve fährt, wo er dieses extrem schöne Manöver hatte in dieser NGK-Schikane. Was ein Manöver da von Jürgen Gattringer in Rennen Nummer 1, da wird er Selbstvertrauen getankt haben. Ja, vor allem... Ja, wie du sagst, selbst da dran. Das auch, zeigt auch wie selbstbewusst er da reingegangen ist in die Sache. Dass er nicht wirklich, dass er es wollte. Ja. Und hier Robin Hasse gegen Kevin Oderwald. Kevin später auf der Bremse. Ui, oh, da gibt's den Kontakt. Jungs, lasst euch doch mehr Platz. Ja, da waren aber beide recht spät auf der Bremse. Wird das nochmal in der Wiederholung sehen. Ja, da ist es schon passiert. Ja, jetzt anbremsen in Kurve 1. Ah, da hat er aber auch Kevin Oderwald dann die Innenbahn ein bisschen optimistisch gesehen. Da war in meinen Augen ein bisschen wenig Platz. Nichtsdestotrotz, wir haben ja dann noch die Möglichkeit, das Ganze im Nachhinein von der Rennleitung kontrollieren zu lassen, während wir jetzt sehen, Philipp Stamm, der jetzt versucht, auf der Innenbahn Richtung NGK-Schikane vorbeizugehen an Jürgen Gattringer, setzt sich da schon neben, daneben bremst sich klassisch vorbei, tolles Manöver. Ja, ja, Jürgen nicht mit dem besseren Ausgang, sah gerade im Moment aus, aber früher rausbeschleunigen konnte, war aber nicht der Fall, leider. Und was auch noch bestimmt interessant ist für die Meisterschaft, ist Carsten Filmer nur auf 8, sein direkter Gegner Christian Buck auf 2. Da wird er natürlich sehr viel am Boden einbußen müssen. Oh,
Boah, spät auf der Bremse, der Philipp Stamm. Da hat man es gesehen, die Reifen stehen, es qualmt. Und Jürgen Gattringer gibt da nicht nach. Der bleibt da dran an Philipp Stamm. Guckt an, Stamm wirklich oft sehr, sehr spät auf der Bremse. Hat da oft einen stehenden oder mehrere stehende Reifen. 10 Minuten auf der Uhr, Halbzeit erreicht. Christopher Dittmann hier im Bild auf Position 9 liegend. Carsten Filmer auf Position 8 davor. Ach ja, eine gute halbe Sekunde trennt die beiden. Position 8 und 9. Schau dir das an. Carstensen gegen Rajkovic und Oderwald, der jetzt auch noch versucht, da an Rajkovic vorbeizugehen. Ja. Windschatten. Außen vorbei. Ja, Rajkovic natürlich keine Chance gehabt. Aufpassen, da verbremst sich Oderwald leicht. Jetzt muss er aufpassen, dass da nicht Rajkovic besser rauskommt. Jetzt durch die Coca-Cola-Kurve rein in die Start- und Ziel. Auf die Start- und Zielgerade reingebremst. Wie krass im Film ist an Christopher Dittmann auch noch dran. Ja, André schafft es dann nicht, sich daneben zu setzen. Aus dem Windschatten heraus. Boah, spät auf der Bremse, Oderwald. Ja, Jürgen Gattringer wieder eine Position verloren, an Nemcheck abgegeben. Oh! Da war aber richtig zu spät auf der Bremse. André, gut, beide Vorderräder blockiert, dann ging es erstmal geradeaus in. Ja, die. ins alte Gießbett, kann man fast sagen, auf den Auslauf her. Ja, mit stehenden Reifen lässt sich natürlich nicht lenken oder nur noch sehr, sehr schlecht lenken. Und dann kann man froh sein, dass da doch noch die asphaltierte Strecke war und nicht ein Kiesbett. Ja, eine schöne Dreierkampfgruppe. Der Philipp Stamm, der da auf dem Vorbarsch von hinten kommt. Carsten Filmer ist mit dem besten Ausgang als Christopher Dittmann, setzt sich daneben, Eingang Kurve. Aber wie viel besser der da rausgekommen ist. Viel, viel mehr Traktion gehabt und jetzt noch Philipp Stamm, der da guckt, dass er gleich mitziehen kann. Erstmal Windschatten jetzt von Dittmann ausnutzen. Filmer muss da zurückstecken und verliert durch den Windschatten, den da Philipp Stamm von Dittmann bekommt. Erstmal Position und da wird es aber richtig eng zwischen den beiden. Huiuiuiui. Gerade noch so gut gegangen. Da hätte der Carsten eine klachende Dritte werden können. Wer fährt da vorne? Ach ne, ist der Tobias noch hinten jetzt drangekommen dadurch an den Jungs. Ja, Tobias setzt sich jetzt im Hintergrund daneben, schafft es nicht, dann Eingang der Kurve daneben zu bleiben. Kommt jetzt allerdings weit raus, der Christopher Dittmann. Ja, Tobias muss trotzdem zurückstecken. Jetzt im Windschatten Richtung NGK-Schikane. Christopher macht da die Innenbahn zu, ja, relativ setzt sich mittig an und schafft es trotzdem vorne zu bleiben. Währenddessen vorne der Philipp Stamm und Carsten Filmer so langsam auch wieder auf den David Jahn aufholen, also überall Action geboten. Robin Hasse auch noch am David Hoffmann dran. Weiter vorne auf Position 5 und 6. Der David, der durch. Uiuiui, da dreht sich der Tobias weg auf der Bremse. Eieiei. Hat jetzt nur eine Position verloren an Jürgen Gattringer. Sich schon wieder geschnappt, der Tobias. Könnte dann Jürgen in der Kondispange vorbeigehen. Jetzt kann der Jürgen noch den Konter setzen oder muss er sich gegen den Nils verteidigen von hinten.
Und hinten da kommt auch noch direkt der Kevin Oderwald mit. Jetzt der bessere Ausgang für den Nils. Richtung NGK-Schikane. Setzt sich daneben außen, hat jetzt die Innenbahn für die folgende NGK-Schikane. Und zieht er da zurück, der Jürgen, ja, bleibt auf der Bremse, da gibt's den Kontakt, oh, da hebelt's den Jürgen aus. Uiuiui. Heftiger Kontakt da. Da scheint das Auto jetzt auch vom Gattringer nicht mehr so rund zu laufen. Fährt er weiter? Aufpassen. Ja, uiuiui, sehr optimistisches Manöver, würde ich das mal nennen. Er hat das gleiche versucht wieder wie vorhin, aber diesmal ist es nicht gut gegangen. Wollte sich da außen noch behaupten, aber war am Ende kein Platz mehr da. Ja, die Frage ist, wem gehört in dem Fall die Kurve? Für mich sah es zum Bremspunkt so aus, als wären beide auf gleicher Höhe gewesen. Ja, und dann denke ich, zählt das Kurveinnere. Aber doch. Das wäre dann ja in dem Fall der Nils gewesen, glaube ich. Alex, wir müssen sich entscheiden, zum Glück. Ja, diese Aufgabe wird uns abgenommen. Und David Hoffmann musste sich Robin Hosse geschlagen geben. Mittlerweile konnte sich auf Position 5 wieder vorfahren. Der Philipp Stamm auch vorbeigegangen, David Jan auf Position 7. Und Carsten Filmer versucht es jetzt auch vielleicht. Na, Dittmann da eher an Carsten Filmer dran. Allerdings, der sich jetzt verteidigen muss. Ui, Carsten sperrt auf der Bremse, konnte das Auto aber noch auf der Linie halten und in die Kurve einlenken. Ja, Martin Krönke mittlerweile fast 7,5 Sekunden sich abgesetzt von Christian Bug, der wiederum 3 Sekunden Vorsprung hat auf Sascha Bürger. Also an der Spitze ist es im Moment relativ ruhig. Angriff jetzt von Dittmann gegen Filmer, schon vorbei auf der Außenbahn. Kann er jetzt den Vorsprung auf dieser Gerade noch ausnutzen? Filmer zieht rein, hat jetzt die Außenbahn, muss sich geschlagen geben. Ja, und Stefan Ebert gegen Kevin Oderwald, auch sehr knapp beieinander, müssten jetzt Eingang erste Kurve sein eigentlich. Ja, da fahren sie zu zweit nebeneinander wieder im Motodrom. Stefan Ebert hat leider die Außenbahn, kann sich allerdings daneben halten. Muss jetzt die weitere Bahn gehen, der Kevin Oderwald. Uiuiui. Und hält sich immer noch daneben. Es hat Panzer. Jungs, lasst euch Platz. Jetzt hat Stefan den endlich nach 3 oder 4 Kurven nebeneinander fahren überholen können. Na, noch ist es nicht ausgestanden. Schau dir das an. Boah, macht er die Bahn zu. Natürlich alles noch legitim gewesen. Er muss sich Oderwald jetzt was überlegen. Viel Schwung mitnehmen oder später bremsen. Er hat ja noch, gefühlt ein paar Kurvenzeit. Ja, wie viele Runden haben wir denn noch? 2, 3 Runden werden wir auf jeden Fall noch haben. Also heißt jetzt erstmal ausgucken, wo hat Ebert seine Stärken, wo hat Ebert seine Schwächen. Und dann gucken, wo habe ich meine Stärken, wo habe ich meine Schwächen und dementsprechend reagieren. Aber jetzt heißt erstmal 8 Zehntel wieder zufahren. Ja, und Dittmann, der weiterhin Druck macht. Auf Position 8 liegen im Moment vor ihm David Jahn. Ja, also nicht mal eine halbe Sekunde. Ich auch noch nicht mal die Messe gelesen. Nee, da haben wir nicht mal eine halbe Sekunde Abstand. Ja, Martin Krönke, 9 Sekunden fast wieder vorne weg. Letzten 2 Minuten fast. Er hat noch 2 Runden dann zu fahren, wenn er jetzt über Stadtziel geht. Jetzt hier schön rausgefilmt. Cockpit-Perspektive mit Martin Krönke. Mal gucken, ob wir eine Runde geliefert bekommen, wie es im weiteren Verlauf aussieht. Jetzt anbremsen in die erste Kurve. Ja, Mercedes Arena kann man immer relativ. Kommt da weit raus, muss er gucken, dass er die Traktion behalten kann. Hat er geschafft. Jetzt die Innenbahn, leichtes Übersteuern. Beim Rausbeschleunigen darauf achten. Ja, super erwischt die Linie da. Also der Martin wird zeigen, wie man es am besten macht. Wieder mal.
Ja, so in der Richtung eigentlich Garage kann hier links den Kopf vermeiden. Dass die Autos sind. Ja, müsste man relativ hoch mitlegen, wenn man diese Cops mitnehmen will, sonst setzen die in der Mitte genau auf und das ist nicht schön. Jetzt anbremsen. Schikane schön erwischt. Ja, und das ist dann auch schon fast eine Runde mit dem Martin Grönke gewesen, jetzt, der jetzt in die letzte Runde abbiegt. Das ist ein Saisonsieg fährt momentan. Ja, und wir sehen auch gerade die Bestzeit von ihm, eine 1:22.337, schnellste Rennrunde gefahren. Und im weiteren Verlauf haben wir doch jetzt wieder einige Duelle. Und hier springen wir zurück. Danke an die Regie. Carsten Filmer, Christopher Tittmann. Da haben wir in der Zwischenzeit einige Platzveränderungen gehabt. Also da ging es hin und her zwischen den beiden. Ja, der Carsten braucht diesen Platz. Der verliert sonst Punkte zu seinem direkten Meisterschaftskonkurrenten, Christian Glück, wie schon gesagt. Das ist natürlich herber Rückschlag für ihn. Carsten auf 10, Christian Buck auf 2, allerdings natürlich Rennen 3 wieder gedreht und dann kann wieder die Welt ganz anders aussehen. Ja, das wäre Startposition Nummer 3 aus der zweiten Reihe starten. Ja, gar nicht so übel. Natürlich fehlen ihm, wie du sagst, dann halt die Punkte aus dem Rennen. Also muss man jetzt abwägen. Ja, ganz genau. Martin Krüge momentan seine letzten Runde jetzt hier auf dem Weg zur NGK-Schikane, wieder ein dominanter Sieg. Manuel hat das nach der kuriosen Anfangsphase erwartet. Also da er so weit jetzt sich absetzt mit fast 11 Sekunden, was heißt fast 11 Sekunden, er wird jetzt den Vorsprung wahrscheinlich schon über 11 Sekunden rausfahren. Ist jetzt die Zeit wieder gefallen. Ja, also um die 11 Sekunden, 10 Sekunden, dass er da so viel Vorsprung rausfährt, hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht. Aber auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zum zweiten Sieg heute Abend. Mal gucken, wie es jetzt im nächsten Rennen wird. Christian Buch, der jetzt 10,5 Sekunden später ins Ziel kommt. Herzlichen Glückwunsch zu Position Nummer 2. Er freut sich da auch, sieht man. Fährt die Schlangenlinien und Sascha Bürger, da wurde es auch nochmal relativ eng. Hinter ihm David Müller und Robin Hasse, hier sehen wir sie ins Bild huschen. Da wurde es doch wirklich nochmal relativ eng. David Hoffmann auf Position 6. Da hinten sehen wir Philipp Stamm auf Position 7 ins Ziel kommen. David Jahn auf Position 8 vor Christopher Dittmann und Carsten Filmer, die hier ins Ziel kommen. Also hat es Carsten Filmer nicht mehr geschafft, an Christopher Dittmann vorbeizugehen. Sprich, er hat aber im nächsten Rennen eine gute Startposition, startet aus der zweiten Reihe. Hier eine Menzeck im Bild, Ebert im Bild auf Position 13 vor Kevin Oderwald, Jürgen Gattringer, der da heftig getroffen worden ist, bewegt das Fahrzeug aber noch ins Ziel auf Position 15, Rajkovic auf 16, Markus Erbe auf 17 und das letzte fahrende Fahrzeug, Wolf Dietrich Hoto auf Position 18. Andreas Bär, Thomas Panthöfer und Marcel Janowski sind im Verlaufe des Rennens ausgeschieden. Ja, Alex. Tolles Rennen war's. Wieder sehr, sehr viele spannende Momente, tolle Überholmanöver. Was ein Fahrt von Martin Krönke da, trotz dieser Phase, du hast es schon gesagt, extrem, wie er sich da noch vorne weggesetzt hat. Was meinst du, Rennen 3, Carsten Filmer, wird da vorne was gehen aus der zweiten Startreihe? Ja, es muss was gehen für ihn. Definitiv jetzt Punkte verloren und dann muss er jetzt den Boden wieder gut machen, den er verloren hat in Rennen 2. Und ob das, wir wissen ja auch nicht, wie es im hinteren Feld aussieht, ob der Martin dann wieder so schnell drauf ankommt, oder vorne ankommt an die Spitze, oder ob der Christian Buch dann vielleicht auch ähnliches Malheur verwickelt, wie wir jetzt gesehen hatten am Start. Ja, also Carsten hat natürlich jetzt wirklich eine gute Ausgangssituation. Hat zwei Fahrzeuge vor sich. Und ich denke, der wird da gucken, dass er ganz, ganz schnell vorne sich ransetzt an die Spitze und dann so gut es geht und so schnell es geht, sich da vorne wirklich Vorsprung rausfährt, ein Pulver rausfährt und hofft natürlich, dass dann die Verfolger wie Christian Buch und Martin Krönke da einfach im Verkehr stecken bleiben. Dass er da sich zumindest jetzt im letzten Rennen heute Abend den Sieg nach Hause fahren kann. Ja, wir sehen es, schnellste Rennrunde auch in Rennen Nummer 2 von Martin Krönke. Die Runde sind wir mitgefahren, diese 1:22.337. Ja,
Man hat es gesehen, kontrolliert, schnell am Limit, wie auch die anderen Fahrer. Also das Feld wird immer, immer dichter von der Leistungsstärke. Und es macht natürlich umso mehr Spaß, nicht nur uns als Kommentatoren, sondern auch den Zuschauern. Ja, Alex, ich würde sagen, wir warten jetzt auf den letzten Rennserver. Sprich, wir machen nochmal eine ganz kurze Unterbrechung und sind dann in gut 2 bis 3 Minuten wieder zurück mit dem letzten Rennen am heutigen Abend, am Montagabend, sprich Racing Day bei Sim Racing Deutschland. Ja, hoffentlich wird es so spannend wie die ersten beiden Rennen. Zurück aus der Unterbrechung.
Wir sind wieder am Nürburgring, live mit in den Formelfahrzeugen. Ja, wenige Minuten noch, dann geht's los mit dem dritten Rennen am heutigen Abend. Die Fahrer befinden sich wie gewohnt gerade in der Aufwärmphase. Wir sehen es im Bild. Oh, Dreher hier. Glück gehabt, dass da kein Kontakt war. Zurück auf die Strecke. Und dann heißt es weiterfahren. Vier Minuten 40 noch auf der Uhr für das Einschießen fürs letzte Rennen. Ja, und jetzt haben wir den Fall, dass es extrem kalt ist im Verhältnis zu den anderen Rennen. Es ist die kälteste Phase heute an dem heutigen Abend. Sprich, es wird nochmal schwerer für die Fahrer. Und das mit diesem gedrehten Feld und dieser ersten Kurve. Also es bleibt weiterhin spannend, wie die Fahrer jetzt den Start da hinbekommen. Wir sehen es immer mehr Dreher. Jürgen Gattringer, der sich jetzt dreht. Aufpassen beim Zurückfahren, bitte. Das war jetzt schon der zweite Dreher, den wir innerhalb von kürzester Zeit gesehen haben. Der nächste, Carsten Filmer. Ja, die Fahrer kämpfen mit den kalten Temperaturen. Ja, war ja schon Eingang des ersten Rennens darauf gesagt worden, dass da wirklich Rennen 3 das kühlste Rennen wird von diesem ganzen Wochenende. Wir werden natürlich auch die Fahrer mehr zu kämpfen haben als in den vorherigen Läufen. Alex, 3 Minuten haben die Fahrer jetzt Zeit, sich auf diese Temperaturen dann doch einzustellen. Glaubst du, das reicht den Fahrern oder wird es da doch ein bisschen die Zeit dem einen oder anderen ausgehen, um sich wirklich auf diese kühlen Temperaturen einstellen zu können? Ich hoffe, dass es denen reicht. Also theoretisch haben sie ja vorher Zeit gehabt, noch sich darauf einzuschießen. Die Wetter wurden ja bekannt gegeben, also ich hoffe mal, dass sie da jetzt sicher unterwegs sind alle. Bei Minuten 30, dann geht's ins letzte Rennen heute Abend. Wir sehen die Fahrer hier noch sich am Einfahren. Ja, was wird jetzt Carsten Filmer im Kopf vorgehen? Er muss jetzt wirklich vorne wegfahren. Er muss angreifen, schnell da vorne sich Position 1 holen und wegfahren, um nicht da wirklich so viel Abstand dann nach in der gesamten Meisterschaft zu verlieren. Da ist es doch relativ eng im Moment noch. Wenn man sich so das anguckt, Martin Grönke war vorher auf, ja, ziemlich weit vorne weg. 180 Punkte vor Carsten Filmer mit 132 Punkten. Und da haben wir wirklich schon diesen ganz knappen Abstand vor diesem Rennwochenende gehabt mit 119 Punkten. Dann nämlich schon auf Platz 3 Christian Buch liegend. Philipp Stamm mit 111 Punkten auf 4. Also die 2, 3 und 4 doch relativ eng beieinander mit 22 Punkten Unterschied.
Hier sehen wir auch wieder stehende Reifen. Also die Fahrer gucken jetzt natürlich, wo geht noch was, wo kann ich die eine oder andere Zehntel rausholen. Wo sind überhaupt meine Bremspunkte bei den kalten Verhältnissen? Wo kann ich wieder aufs Gas gehen, ohne Wheelspin zu bekommen? Wie muss ich Gas geben? Es ist ja wirklich so in iRacing, dass viel, viel Einfluss genommen wird, auch von den Wetterverhältnissen und von den Streckenverhältnissen auf das Fahrverhalten der Fahrzeuge. Deshalb gibt es auch noch keinen Regen, was auch immer wieder ein bisschen thematisiert wird. Aber wenn man sich das überlegt, Alex, überleg dir, es würde Regen geben. Ich glaube, im Regen in iRacing im Moment, da würden wir wahrscheinlich zum Teil nicht mal mehr 10% des Fahrerfelds im Ziel sehen. Ja, würde ich nicht sagen. Also, ich denke mal schon, dass sie sich dann anstrengen würden und vielleicht nicht so einen Tick vorsichtiger noch fahren, als sie sonst schon tun. Aber wir werden es momentan noch leider nicht erfahren können oder in nächster Zukunft, ob es Regen gibt. Ja, das nächste, was jetzt natürlich kommt, ist erstmal wirklich diese aufwärmende Strecke. Ideallinie wird wärmer als die Strecke daneben und so weiter und so fort. Also da wird wirklich an diesem dynamischen Track gearbeitet, was das Zeug hält. Wir merken es auch schon bei Langstreckenrennen, da wird natürlich die Ideallinie immer besser. Man sieht auch den Reifenabrieb. Ja. Aber jetzt wieder zurück zum Renngeschehen. 15 Sekunden haben die Fahrer noch Zeit. Start geht in wenigen Sekunden los. 10 Sekunden noch, bis die Fahrer dann endgültig in die Startposition gegangen sein müssen. Alle sind sie da. Tobias Nemenzek, Nils Carstensen, Carsten Filmer, Christopher Dittmann. Das sind die ersten vier. Und da geht's los. Da geht's los. Carsten Filmer schon vorbei. Auf Position 2 vorgefahren. Wird jetzt gucken, dass er dann noch an Nemenzek vorbeigeht. Und sich natürlich Position 1 holt. Geht auf der Innenbahn vorbei. Position 1 kommt zurück auf die Strecke. Kann sich da erstmal behaupten. Genau alles nach Plan gelaufen im weiteren Verlauf. Guck wir uns an. Martin Krüger schon auf 9 vorgefahren. Wo ist Christian Puck? Christian Puck auf 12. Jan auf 4. Also da gehen im Moment die Positionen hin und her, aber... nebeneinander durch die Mercedes Arena. Jetzt haben sie sich in 2 Reihen mit einsortiert und... Eieiei. Also, da muss er einen schlechten Ausgang erwischt haben. Ja, aber jetzt läuft natürlich erstmal alles für Carsten Filmer. Der musste schnell vorbeigehen, musste sich schnell auf Position 1 setzen und es hat geklappt. Schon 1,5 Sekunden Vorsprung innerhalb dieser wenigen Kurven. Im weiteren Verlauf des Feldes, oh, da geht einer ganz weit nach raus. Nils Carstensen ganz weit außen, nächster Dreher, wer war das? Tobias Nemeczek war das, glaube ich. Und da vorne auch ganz, ey, guck jetzt an die drei da vorne. Christopher, David Jahn, Robin Hasse und Sascha Bürger, da wussten sie nicht wohin. Da wusste Robin Hasse nicht wohin, geht jetzt auf der Außenbahn rein in die MGK-Schikane. Oh, da wird's eng. Dreht! Da! David Jahn außen vorbei, die beiden Hawk-Fahrer. David Jahns Frontflügel sieht da extrem beschädigt aus. Mal gucken, ob der da noch fahren kann. Oh, reingezogen. Uiuiui. Jetzt gibt's den gleichen Kontakten. Der Martin hat da richtig Federn lassen, also der wollte da kein Risiko eingehen. Der hat da jetzt sogar Position. Stefan Ebert, nein, die geht's auch zur Sache. Da hat einer irgendwas abgekürzt und musste da langsam machen auf der Innenbahn. Wieder sehr, sehr turbulente Startphase in diesem Rennen hier. Carsten Filmer, 5 Sekunden hat er jetzt durch dieses ganze Hinterherfahren, durch diese Kabellein da rausfahren können auf den Verfolger David Müller. Sascha Bürger in dem Schlepptau, David Jahn auf Position 4 liegen mit dem beschädigten Frontflügel. Mal gucken, wie lange das gut geht. Hier im Bild Nils Carstensen hinter Martin Krünke, der sich schon vorgefahren hat auf Position Nummer 7. Fehlt da etwa der Frontflügel oder sah das gerade nur aus? Der Frontflügel hatte vorne rechts einen leichten Bruch und hinten rechts der Heckflügel auch einen mitgekriegt. Also das Auto ist nicht mehr in Optimalverfassung für Martin. Kann das ja schon wieder im dritten Rennen der ausschlaggebende Faktor sein. Jetzt kommt der Nils Carstensen hinten im Windschatten, setzt sich daneben, hat vermutlich der Martin ein paar Topspeed-Einbußungen mitmachen müssen durch die Scheiben. Ja, der Nils ohne Probleme da vorbei. Ja, da fehlt natürlich durch die Schäden dann der Abtrieb am und Fahrzeug. Einen Unfall geben. Martin Krönke. Eieiei, verliert jetzt richtig viel Position mit Nils Carstensen. Da hat es den Kontakt gegeben.
Ja, Carsten spürt auf der Bremse, Martin kann nicht mehr ausweichen. Also Martin momentan voll im Pech. Ja, und wem spielt das in die Karten? Einem, und das ist Carsten Filmer, der sich da vorne schon 6 Sekunden abgesetzt hat, weggefahren ist von David Müller. Also dieses Rennen muss eigentlich wirklich im Sinne von Carsten Filmer bis jetzt laufen. Also da denke ich, da ist er gerade wirklich ein bisschen zufrieden. Gehört natürlich zum Rennsport dazu. Man hofft natürlich, oder man wünscht es keinem, aber insgeheim hofft darin doch der ein oder andere, dass dem Verfolger da vielleicht so ein bisschen was passiert, um Stefan Ebert, guck dir es an. Gut machen. Stefan Ebert, guck dir es an. Auf 5 vorgefahren durch die ganzen Tumult. Etwas weiter hinten gestartet, jetzt auf 5 vorgefahren. Und kann sich momentan auch auf der Position behaupten. Wenn es um Position 10, 11 und 12 sehr spannend ist, wird mir angezeigt. Ja, da haben wir eine engere Vierergruppe, Fünfergruppe sogar teilweise. Mit dem Stamm ein David Hoffmann und ein André Alkusch noch mit da involviert. Zusätzlich noch der Thomas, der den Tobias direkt hinten dran hängt. Wenn sich jetzt der David gegen den Philipp verteidigen muss, Anfahrt enge Karschikane, setzt ein spätes Manöver. Boah, stark auf der Bremse der Philipp. Hat dann den David keine Chance gelassen. Martin Krökel, schau ich das Auto an, das ist wirklich Teilschrott, da werden die Mechaniker sich sehr, sehr freuen. Haben dann eine Herausforderung, vorbei an Erbe. 1:25.713 seine letzte Zeit gewesen mit dem Fahrzeug, aller Ehrenwert. Der Christian ist ja schon auf 7 und dann den Robin Hassel dran. Hier gerade im Bild auch noch ein schönes, enges Duell. Panthöfer gegen Menzek. Da geht es um Position 8. Jetzt gesprungen auf das angesprochene Duell von dir. Christian Bug gegen Robin Hassel wieder zurückgesprungen. Panthöfer, Menzek. Da tut sich dann gleich auch noch André Rajkovic und Philipp Stamm dazu gesellen. Philipp Stamm, wir sehen es im Hintergrund, greift an in der Coca-Cola-Kurve. Kann er sich da vorbeisetzen? Nein, muss erstmal zurückziehen, Windschatten nutzen und dann in der ersten Kurve vorbeigehen. Hasse gegen Bug, Innenbahn für Hasse. Beide kommen da gut rein in die erste Kurve und Hasse. Huiuiui. Da haben wir gesehen, Philipp Stamm spät auf der Bremse. Weite, weite Linie gefahren gegen David Hoffmann, kann sich da aber durchsetzen. Spät auf der Bremse. Rajkovic ist das, Entschuldigung, Rajkovic, der da die Position verloren hat. Rajkovic spät auf der Bremse und Stamm ganz viel Schwung mitgenommen, kommt ganz weit raus. Er setzt sich jetzt, boah, knapp über den Körb, der Christian. Ja, hat aber die Position gut machen können. Rajkovic gegen Hoffmann, Hoffmann vorbei. Ja, und Hoffmann kann sich doch noch wirklich im Windschatten hinter den Philipp Stamm halten. Will er nicht so wirklich abreißen lassen. Beide wieder ganz spät auf der Bremse. Da haben wir gesehen, die stehenden Reifen. 12 Minuten. Noch Zeit, sich zu verbessern. Carsten Filmer vorne schon 7 Sekunden weggefahren. David Müller eine halbe Sekunde vor seinem Verfolger Sascha Bürger. Und David Jahn, der relativ weit vorne, was heißt relativ, wieder in den Top 5 vorne, auf Position 4 liegend. 2,5 Sekunden fehlen ihm da auf Position 3. Ja, und Stefan Kahn mit einer Sekunde dahinter ab,
in Schach halten, abarbeiten oder Schach halten, wie auch immer. Und dann kommen schon die ersten Duelle mit Robin gegen Christian, Tobias muss sich da gegen den Thomas verteidigen und Philipp direkt dahinter mit dem David. Boah, Dreher da von Thomas Panthöfer. Das sah spektakulär aus, auf jeden Fall. Verliert da drei Positionen. Jetzt muss er aufpassen, dass nicht noch Martin Krönke an ihm vorbeigeht. Ja, wäre jetzt natürlich schön für Martin, wenn es noch ein viertes Rennen gäbe. Da von 12 vielleicht starten könnte, wieder als Führender. Ja, wenn wir hier noch mit den Dreher eingeblendet kriegen vom Thomas. Ja, Glück im Unglück gehabt, aber da sehen wir jetzt hier Martin Krönke, dem fehlt einfach wirklich da sehr, sehr viel an Geschwindigkeit. Selbst mit dem Windschatten verliert er da ein bisschen an Abzeit und da schönes Duell. Sascha Bürger und David Müller. Das sind die beiden Teamkollegen von Hock unter sich. Ja, und wenn's, David Müller musste die Position hergeben. Ja, wenn's. Vielleicht gibt's dann, ja, hoffen wir mal nicht so kastischen in der Formel 1 damals unter den Mercedes-Jungs. Aber hoffen wir es nicht. Ja, ist hier Sascha leichte Verteidigungslinie. David bleibt aber noch dahinter, steckt zurück. Wo liegt Christian Buch? Christian Buch im Moment auf Position 6 liegend. Mit 2 Sekunden Rückstand auf. 2,5 Sekunden Rückstand auf Stefan Ebert. Werden wir jetzt sehen, wie Stamm vorbeigeht in der ersten Kurve an Nemenzek. Schönes Manöver, schön ausgebremst. Wir sehen es hier oft in der Kurve. Immer wieder das gleiche Manöver, aber jetzt muss er aufpassen, dass er da nicht gleich noch die Position wieder hergibt. Hat jetzt aber in der nächsten Kurve die Innenbahn und sollte somit sich durchsetzen können. Aber das ist noch nicht ausgestanden. Der Menzek, der sagt da sich, nee, Philipp, so einfach nicht. Da musst du schon noch ein bisschen mehr machen. Also so einfach gebe ich meine Position nicht her. Nö, der David schließt sich jetzt noch mit von hinten wieder an. Wenn, wie heißt das schon so schön oft an diesem Abend, wenn zwei sich freuen, wenn zwei sich streiten. Oh, ein Schlag von dem Menzek in die Absperrung, kommt da auf die Wiese, verliert dann natürlich ein bisschen an Traktion, gibt Gas wahrscheinlich und dann komplett die Kontrolle verloren und dann war er nur noch Passagier. Wir sehen es hier, kommt erstmal weit raus, über den Tab aufs Kiesbett, zurück auf die Strecke und dann Glück gehabt da noch von Hoffmann, der da nicht dann einschlägt, aber Nemenzek, Auto vorne, wir sehen es, komplett kaputt, das war's für ihn, der wird jetzt zurückfahren an die Box und das Rennen ist gelaufen, schade. Aber das heißt jetzt, Duell Hoffmann gegen Stamm, Hoffmann ist ja weiter rangekommen an die beiden, mal gucken, ob er da jetzt auch weiter an Philipp Stamm ranfährt. Ja, Philipp hat ein paar Probleme, so wie es scheint. Vielleicht ein bisschen, dass die Reifen so hoch eingestellt vom Druck. Ja, David kann sich jetzt noch nicht daneben setzen. War noch viel zu weit dahinter. Philipp ist, haben wir gesehen, im zweiten Rennen sehr stark auf der Bremse. Hat sich so alles für ein bisschen entzerrt, nur die beiden Hawk-Fahrer sind so wirklich beieinander. Ja, im Bild haben wir jetzt auch den führenden aktuell, Carsten Filmer. Schau dir das an.
8,5 Sekunden hat er da schon rausgefahren. Pff, ja. Was soll man da sagen? Es läuft in diesem Rennen wirklich alles für ihn bis jetzt. Der Fahrer vom Heusingfeld Core Motorsports Team, der sich da am Start schon an seinen Kontrahenten vorbeisetzen konnte auf Position 1 und teilte dem da vorne die Flucht nach vorne betreibt. Fast 9 Sekunden schon. Ja, also wir sehen ja, Carsten momentan eine Liga für sich von den Verbliebenen da vorne an der Spitze. Und der Philipp ist jetzt momentan aber auch an Robin dran. Also der Philipp fährt momentan nur eine Sekunde schneller. Ja, du redest gerade um das Duell Position 8 und Position 7, beziehungsweise 7 und 8. Wenn wir jetzt hier noch den drittplatzierten David Müller und David Jahn, den viertplatzierten, im Bild sehen. Oh, da haben wir jetzt das angesprochene Duell. Hasse. Ja, musste sich da geschlagen geben über den Philipp. Der Philipp konnte auf Position 7 vorgehen von 8. Kann er jetzt Robin durch den Windschatten wieder da hinten dranhängen und dann Angriff erste Kurve starten? Hoffen wir mal. Ihn. Dann ist er zu weit weg, glaube ich. Da muss er wirklich extrem spät jetzt auf die Bremse gehen, um da nochmal einen Angriff setzen zu können. Da sehen wir aus vorne links leicht der Frontflügel beschädigt. 5 Minuten haben wir jetzt noch hier im letzten Rennen auf der Uhr. Ja, die Beikämpfe entzerren sich ein bisschen. Oh, da wird es nochmal richtig eng. Jetzt fast den nächsten Kontakt gegeben. Muss er leicht korrigieren, der Robin Hasse. Boah, Stamm jetzt auch. Aber guck mal, die fahren beide wirklich am Limit aktuell. Der eine da spät auf der Bremse, muss eine weitere Linie gehen. Der andere in der nächsten Kurve zu spät auf der Bremse, geht da eine weitere Linie. Also die beiden geben sich nichts und Hasse verliert auch nicht wirklich an Zeit. Das verzerrt sich natürlich ein bisschen alles aus der Optik jetzt hier beim Rausbeschleunigen auf der Geraden. Ja, von hinten kommt der David Hoffmann an. Ist daneben sogar schon. Ist wieder dahinter. Also David versucht sich da den Robin zurechtzulegen. Kostet natürlich Zeit. Ja, auf jeden Fall. Da muss der Robin aber allerdings irgendwie einen größeren Fehler und... Oh, hoi, Robin. Hoi, hartes Manöver. Es scheint sich jetzt aber auszugehen in den Windschatten rein. Vielleicht jetzt den Konter setzen. Muss die Außenbahn wählen. Mal gucken, ob er jetzt mehr Schwung mit reinnehmen kann. Ja, Robin kann nicht kontern in der Mercedes Arena. Nee, Hoffmann bleibt vorne. Wieder spät auf der Bremse. Gut, wir gehen jetzt in die heiße Phase. Die letzten 3,5 Minuten brechen an. Da willst du nochmal vielleicht die eine oder andere Position gut machen. Viel bleibt den Fahrer natürlich nicht mehr. Das Feld entzerrt sich ein bisschen. Martin Grönke im Moment auf Position 11 liegen mit diesem doch sehr, sehr schwer beschädigten Fahrzeug. Wird da auch wohl nicht mehr viel nach vorne ausrichten können. Verliert auch ein bisschen an Zeit. Muss jetzt auch aufpassen, dass er an Panthöfer nichts abgibt. Wenn wir hier das Duell um Position 16 sehen, Christopher Dittmann, der sich jetzt da neben Andreas Bär schiebt und vorbei ist. Schönes Manöver, schön ausgeguckt. Hat sich da Christopher Dittmann den Andreas Bär und zieht da in einem fairen Manöver vorbei und holt sich somit Position 16. Ja, wenn wir mal so die Zeit vergleichen, knapp 3 Sekunden schneller, der Christopher. Das so ein hätte sich vermutlich sowieso nicht lange hingezogen. Und der Thomas hält sich noch wacker im Windschatten von Martin mit. Paar relativ identische Zeiten. Martin kann auch vermutlich mal nicht viel schneller. Schade eigentlich für ihn. Und natürlich wichtige Meisterschaftspunkte, die er verliert. Er hat ja aktuell 10 Siege
Da kann er vielleicht den ein oder anderen Punkt auch verschmerzen, den er da verliert. Interessant wird es natürlich dann um Position Nummer 2. Hier haben wir den Moment den drittplatzierten in der Gesamtplatzierung, Christian Buch, im Bild. Im Moment liegend auf Position 5 und da geht es vielleicht nochmal vorbei an David Jahn. Ja, Christian Buch momentan der zweitschnellste in einem Carsten Fellmann mit einer 23,8, Fellmann mit einer 23,3. Werden jetzt noch wahrscheinlich zwei Runden inklusive dieser haben. Je nachdem, wo Carsten Fellmann sich im Moment auf der Strecke befindet. Ja, sollte noch inklusive dieser Runde dann zwei Runden sein. Sehen wir ihn gerade auch im Bild, den Carsten Fellmann. 11 Sekunden mittlerweile sein Vorsprung auf Sascha Bürger. David Müller weiterhin auf Platz 3. Dann folgt schon das Duell um Position 4. Hier sehen wir jetzt David Jahn und Christian Buch. Da wird es nochmal eng werden. Da wird es jetzt nochmal um wichtige Punkte in der Meisterschaft für Christian Buch gehen, der da natürlich jetzt alles draufsetzen wird, vorbeizugehen an David Jahn, um da den ein oder anderen Zähler noch sich für die Meisterschaft zu sichern. Ah, kommt ein bisschen weiter aus der Dreher. Fängt da das Auto noch ab. Wichtige Situation für die Meisterschaft aktuell. Verliert da die Position an Stefan Ebert noch. Fällt zurück auf Position 6. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich jetzt, wo es reingeht in die letzte Runde. Position 6 für den aktuell Drittplatzierten in der Meisterschaft. Carsten Fellmann macht da wichtige Punkte gut. Hier sehen wir es. Kommt da weit raus aus der NGK-Schikane auf die Wiese und verliert dann das Fahrzeug. Natürlich verständlich, versucht jetzt, wir sehen jetzt, viel Schwung mitzunehmen, kommt auf die Wiese, fängt aber das Fahrzeug noch rechtzeitig ab. Glück gehabt, dass er da nicht abgeflogen ist und irgendwo eingeschlagen. Somit kann er jetzt noch weiterfahren und sich wenigstens noch ein paar Zähler sichern. Werden wir jetzt hier mit dem Sieger im letzten Rennen fahren. Carsten Fellmann wird jetzt gleich noch durch die NGK-Schikane fahren, dann durch die Coca-Cola-Kurve und sich den verdienten Sieg im letzten Rennen am heutigen Abend sichern. Ja, da das wirklich mal, kann man vielleicht so sagen, das Rennen der ersten Kurve geworden mit seinem Manöver, wo er zwei Autos direkt sich schnappen konnte, dann einfach weg, vorne weggefahren ist. Ja, Glückwunsch, Carsten. Dein erster Saisonsieg. Bann ist gebrochen. Ja, hier dann auf Position 2 liegen von Hoxim Racing Sascha Bürger vor seinem Teamkollegen David Müller. Und dann haben wir den ADAC GT Masters Vizemaster Meister David Jahn auf Position 4. Stefan Ebert ebenfalls Hoxim Racing auf Position 5. Und Christian Buch ebenfalls vom Team Hoxim Racing auf Position 6. Also Hoxim Racing hat da wirklich mal was abgeliefert. VS Corner Simsport, Philipp Stamm auf Position 7, David Hoffmann auf Position 8 vom Saula und Sim Racing, Robin Hasse auf Position 9, gefolgt von Andrej Hajkovic und Martin Krönke, fährt auf Position 11 nach Hause nach diesem heftigen Karambolagen. Markus Erbe auf 13 hinter Tobias Pantöfer, Wolf-Dietrich Hoto auf 14, Christopher Dittmann, der danach kommt. Hier sehen wir gerade noch Wolf-Dietrich Hoto, der über Start und Ziel fährt. Dahinter Christopher Dittmann auf 15, Jürgen Gattringer mit diesem sensationellen Überholmanöver im ersten Rennen auf Position Nummer 16. Andreas Beer muss sich geschlagen geben, kommt auf Position 17 ins Ziel. Drei Ausfälle haben wir wieder zu verzeichnen. Nämlich Jack Carstensen und Oderwald nicht ins Ziel gekommen. Ja, was ein Rennen Nummer 3. Also, weiterhin bleibt diese Serie unglaublich spektakulär. Drei Rennen, drei doch so unterschiedliche Situationen für die Fahrer und auch wirklich drei grundverschiedene Rennen trotz gleicher Fahrer.
Ja, Alex, 1:23.306, schnellste Rennrunde von Carsten Filmer gefahren in Runde 13. Das ist auch mal eine Hausnummer bei dem Wetter. War wirklich spektakulär. Bin begeistert und freue mich auf jeden Fall jetzt gleich auf die Interviews. Die ersten finden sich schon in den Katakomben ein. Wir machen wie gewohnt nochmal eine ganz kurze Unterbrechung und sind dann gleich zurück mit den Interviews der Sieger. Wir sind gespannt, wer jetzt alles in die Box kommt. Wir wissen ja nie, wer alles da ist, wer alles kommt bei mehreren Rennen, bei mehreren Laufsiegern, Zweit- und Drittplatzierten. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Interviews. Wir sind gleich wieder zurück hier live von dem Nürburgring mit den Formelfahrzeugen auf SimRacing Deutschland. Bis gleich. Ich bin leider abgeflogen. Wie im echten Leben. Streckenführung natürlich genial. Was das Fahrverhalten angeht, sehr realistisch. Sehr, sehr nah dran. Ich sag mal, wir sind zu 98% dran. Mit einem Superstart setzt sich da schon ran an die beiden Vorfahrer da vorne. Und da wird es richtig eng zwischen den drei Fahrzeugen und der SimSync Pro hier vorbei im Laude ist. SimRacing zu deinem Motorsport. Volles Haus, Alex. Paar haben sich schon eingefunden. Ja, die Sprecherkabine platzt aus allen Nähten. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an. Bei mir in der Liste oben Carsten, auch Rennsieger in Rennen Nummer 3. Also würde ich sagen, fangen wir doch gleich mit dir an, Carsten. Ja, Rennen Nummer 3. Ich würde mal sagen, wirklich nach deinen Vorstellungen gelaufen. Wir haben schon gesagt, guten Start erwischen und dann Flucht nach vorne, um in der Meisterschaft da Punkte gut zu machen auf Christian Buhk. War das dein Ziel und wieso hast du die anderen Rennen so empfunden? Ja, hallo erstmal. Ja, letztes Rennen war wirklich ein ganz solides Nachhausefahren. Ich konnte mich halt von Position 3 nach 1 relativ schnell durchsetzen, gleich in den ersten zwei Kurven. Oder gleich in der ersten Kurve und dann hieß es einfach nur, pressen, damit ich halt noch den Abstand so groß wie möglich kriege, falls Martin durchschlüpfen sollte, dass der Abstand dann so groß genug ist, dass ich halt eben das Rennen dann als Sieger auch zu Ende fahren kann.
Er selbst war dann wohl in Unfälle verwickelt, sodass das halt eben dann nicht eingetroffen ist. Und dann hatte ich halt eine recht komfortable Gap von, ich glaube, 12 Sekunden oder so an der Ziellinie. Das war dann ganz gut. Ja, erstes Rennen ähnlich. Also Quali auf P2 und dann halt auch auf P2 nach Hause gefahren. Das war auch sehr schön. Konnte dann die Pace nicht ganz mitgeben von Martin, wie zu erwarten war. Aber auch nach hinten zu Christian hatte ich eine ganz gute Gap aufbauen können. Ja, und in Rennen 2 war es dann allerdings so, dass ich ja noch gar nicht richtig im Zweikampf war, aber vor mir ist jetzt dann leider ein Fahrer das Auto direkt verloren, als er nach dem Schumacher S in die S-Kurve links reingebogen ist. Schumacher S sind wir ja gar nicht gefahren, aber diese Linkskurve da oben ist er dann über den Körb quer gekommen und dann stand auf einmal das Auto vor mir quer und da konnte ich nichts machen. Da hatte ich einen recht heftigen Frontflügelschaden. Ich konnte gar nicht mehr in den siebten Gang schalten, weil das Auto viel zu langsam war. Und dann hieß es einfach nur, ja, so wenig Plätze wie möglich verlieren und das Ding nach Hause fahren. Ja, das hat ganz gut geklappt. Und sich aus den meisten Turbulenzen rausgehalten. Herzlichen Glückwunsch. Du Danke. hast jetzt auch in der Meisterschaft ein paar Punkte gut gemacht auf deinen Verfolger Christian Bug. Du hast jetzt 197 Punkte, wenn das Ganze jetzt auch stimmt. Christian Bug hinter dir mit 178 Punkten. Ja, Krönke vorneweg mit 254 Punkten. Also das wird schwer, den da aufzuholen. Aber vielleicht kommt noch das ein oder andere Rennen, so wie Rennen 3, dass er ein paar Punkte liegen lässt. Ja, hoffen wir es mal. Ja, dann haben wir noch hier den, oh Mann, Sascha Bürger. Genau, Sascha Bürger in Rennen Nummer 2 Position 3 eingefahren und in Rennen Nummer 3 Position 2 eingefahren. Hallo, ja, also das zweite und dritte Rennen war für mich wirklich sehr gut gelaufen. Konnte mich Gott sei Dank aus den ganzen Unfällen ja, Manöver, die dort passiert sind, größtenteils raushalten und vorne ein bisschen mich festsetzen. Im ersten Rennen hatte ich leider in der Mercedes-Arena das Heck verloren und ja, hatte dann noch einen kleinen Einschlag, weswegen das Auto nicht mehr wirklich schnell war. Aber Rennen 2 und 3 lief dann wirklich sehr gut. Und war doch ein sehr versöhnliches Ergebnis. Wie haben dir die Wetterverhältnisse vor allem in Rennen 3 in die Karten gespielt? War die kalte Temperatur so dein Ding oder wäre es dir lieber gewesen, wenn es wärmer ge gewesen wäre? Also ich muss sagen, nach den ganzen Test-Sessions, die so die letzten Wochen waren, hatte ich doch arge Angst vor den Rennen, weil die ersten Kurven oder ersten zwei Runden meistens mit den Reifen extrem schwierig waren und das Heck sehr schnell ausgebrochen ist. Das war heute in allen drei Sessions, finde ich, relativ human. Also man konnte von Anfang an eine vernünftige Speed fahren und ab der, ja, zweiten, dritten Runde haben die Reifen dann auch so gepackt, dass man wirklich ans Limit gehen konnte. Also von den Temperaturen und von den Wetterverhältnissen war es im Grunde genommen in allen drei Rennen so, dass man sehr gut fahren konnte. Klingt gut. So, würde ich sagen, machen wir weiter mit Christian Bug, dem aktuellen Drittplatzierten in der Gesamtwertung. Hallo Christian. Ja, hallo. Ah, da, wunderbar. Genau. Letztes Rennen war ja ein bisschen heikel. Hast du schon Position von Philipp Jahn im, David Jahn im Visier gehabt? Bist ein bisschen weit rausgekommen? Dann wichtige Punkte in der Meisterschaft verloren. Was ist da so in deinem Kopf vorgegangen oder was war der Grund, dass du da so weit nach draußen gekommen bist? Ja, also das dritte Rennen war wirklich frustrierend. Also der Start war etwas schwierig, sehr viel Tumulte um mich herum gewesen. Und dann halt eben wurde noch Krönke abgeschossen in der Schikane und das war eigentlich so der Hauptknackpunkt in dem Rennen gewesen, weil ich musste dann ein bisschen die Schikane nutzen, um halt eben den Unfall auszuweichen. iRacing, ja, obwohl ich da eigentlich ohne Gaspedalstellung drüber gerollt bin, über die Schikane, hat mir iRacing einfach mal 3 Sekunden Slowdown verpasst, die auch irgendwie nicht runterzählen wollte. Ich bin die komplette Startziel mit 160, 170 gefahren, weil sobald ich über 180, 190 gekommen bin, fing iRacing sofort an, wieder Zeit drauf zu zählen.
Also es hat mich extrem weit nach hinten geworfen und gefrustet. Und ja, dann hatte ich halt eben den David Jan verfolgt gehabt. Und ich weiß es selber nicht, außer Schikane raus. Auto wollte einfach nicht in die Kurve rein. Hat extrem untersteuert, bin zu weit raus, einmal aufgesetzt und dann ja, halb gedreht. Naja, die ersten zwei Rennen liefen dafür etwas besser. Und der Gesamtwertung sieht es ja auch relativ gut noch aus. Also Position 3 einigermaßen gefestigt. 178 Punkte hast du im Moment auf dem Konto. Philipp Stamm mit 184 hinter dir. Ja, also das Team Hawk Sim Racing holt da ein bisschen auf, setzt sich da vorne ein bisschen rein. Auch David Müller jetzt relativ nah, aber nach vorne noch relativ gut und nach hinten ein bisschen Polster. Da scheint in den nächsten Rennen wirklich noch ein bisschen was zu gehen, denke ich, für dich. Ich glaube, das nächste Rennen ist ja Oldham Park, glaube ich. Ja, muss Da die sein. Strecke, da, die müsste ich mir erst kaufen. Die bin ich zuletzt damals in Toga 2 Zeiten gefahren. Da bin ich mal gespannt, was ich da so hinkriege. Ja, hoffen wir, dass du da am Start bist. Wäre natürlich schade für die Meisterschaft, wenn du das Ganze nicht antreten wirst. Oldenburg ist so auch eine Strecke, wo ich mich recht freue. Also wenn ich mich so zurückdenke, ist es eigentlich eine sehr schöne Strecke in England und freue mich schon drauf. Vor allem, weil es mal was anderes ist als immer nur die gleichen Strecken, die man eh schon kennt. Ja, dann machen wir auch weiter mit dem Neueinsteiger, würde ich sagen. Erstmal danke an deine Worte, Christian. David Hoffmann, dein erstes Rennen oder deine ersten drei Rennen in der DSFM, so wie du es hier vorgestellt hast oder komplett anders verlaufen? Ja, ich habe mir keine großen Ziele gesetzt. Ich habe einfach gesagt, ich fahre mit, guck mir die Konkurrenz an und dann kann man ja in den drei Rennen sehen, wo du nachher landest. Und ich muss sagen, Mittelfeld war ich dabei im ersten Rennen, da hatte ich aber dann halt auch einmal einen Dreher gehabt und musste halbe Feld ziehen lassen. Da hat sich, ich glaube, der Carstensen oder der Dittmann rausgedreht und ich wollte ausweichen, aber habe da die Karre verloren und somit musste ich dann da auch in Rasen rutschen und da kamen zu viele Autos an. Das war in der Warsteiner Kurve. Da konnte ich leider nicht auf die Strecke fahren, sonst hätte ich da einen abgeräumt und habe mich dann wieder langsam versucht, auf die Strecke zu bewegen und hat auch alles geklappt, hat da keinen Schaden gehabt. Konnte dann wieder vorfahren auf Position 14 im ersten Rennen und ja, dann habe ich gesagt, gut, hoffentlich läuft das zweite Rennen besser, ohne Fehler, ohne Dreher und ja, das ist auch geschehen. Im zweiten Rennen bin ich Sechster geworden und konnte da wirklich mich gut nach vorne arbeiten, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich dachte, da fahren mir eine Jungs wirklich um die Ohren und sind schneller. Ja, hatte da auch wirklich auch gute Fights mit Hawk gehabt, glaube mit Sascha war das und auch mit dem Stefan. Hat echt Spaß gemacht und Rennen 3 war dann halt so, ja, Position halten, durchfahren und hatte dann auch Robin Hasse ein bisschen mich fightet und ja, aber war alles gut und Endresultat top, macht Spaß und ich bin auf jeden Fall das nächste Mal in Oldenpark wieder dabei. Ja, Oldenpark hat mir schon gehört, noch eine relativ unbekannte Strecke. Sagt dir die denn wenigstens was? Ja, die sagt mir was, die habe ich in iRacing auch, die bin ich in Week 13 mit dem GT1 gefahren, das war pure Hölle. Ist halt typisch englische Tourenwagenstrecke, Schikanen, hohe Curbs, Berg- und Talbahn. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und die ist natürlich auch eng. Ich glaube, zur ersten Kurve sind es auch nur ein paar Meter. Und ja, das ist, also ich finde wirklich auf der Strecke ist die erste Kurve härter wie die auf Nürburgring, weil es da ziemlich eng ist. Aber ich freue mich drauf. Ja, gut, danke für deine Eindrücke, David Hoffmann. Dann machen wir auch weiter mit dem letzten, denke ich mal, mit dem David Müller, sein Namensvetter. Ja, David, du hast dich ja viele Zweikämpfe mit deinen Teamkollegen ja über die Rennen geliefert, über die ganzen drei. Gab es da irgendwie eine Stallorder oder habt einfach gesagt, fahrt so, wie ihr wollt und ja, wenn es knallt, dann knallt's? Also Stallorder gibt es hier, glaube ich, sowieso nicht. Bin aber beim dritten Rennen vor allem, weil es halt, es lief da alles. Also in den letzten, wie lange bin ich schon hier? 2 Jahre habe ich nicht so viel Glück gehabt. Es lag auch vieles an mir, was so Konzentration angeht. Und deswegen bin ich da eigentlich ziemlich vorsichtig reingegangen, dieses Rennen, und wollte keinen Mist bauen. Sagen wir mal ganz
3 raus. Und da bin ich dann extra recht weit links gefahren, als der Sascha aufgeschlossen hat im dritten Rennen und habe ihn dann auch vorbeigelassen. Das hat er wohl so nicht erkannt, aber ist ja gut ausgegangen. Und dann sind wir da eigentlich zu zweit lang gefahren. Also war alles vorsichtig. Ja, habt ihr auch teilweise im Team drauf geguckt, dass der Christian möglichst viele Punkte doch noch mitnimmt in Hinsicht auf die Meisterschaft? Oder habt ihr gesagt, nur der muss dann auch mit vorbeikämpfen? Naja, also ich spreche jetzt auch mal als Teamchef. Es gibt keine Teamorder. Also höchstens, wenn es wirklich hart auf hart kommt, aber so dem Punkt der Meisterschaft sagen wir, jeder soll so fahren, wie er kann, weil letztendlich, finde ich, muss man auch irgendwo fair sein und wenn einer schneller ist, dann soll er gefälligst überholen. Nach dem Motto. Also ja. Wir wollen da jetzt nicht irgendwas heraustricksen an den Ergebnissen oder so. Ja gut, sieht man ja schon mal manchen Serien, aber trotzdem danke für eure Eindrücke und ja, Manuel, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu den drei Rennen? Ja, auf jeden Fall. Macht alle bitte weiter so. Es ist toll, so eine extrem volle Kabine heute Abend zu haben. Sprich, wir haben viele, viele Positionen in den ersten drei gehabt, verschiedene. Und bitte in den nächsten Rennen genauso. Also möglichst jedes Rennen neue Erst- und Zweit- und Drittplatzierte. Spricht für die Serie, spricht für die Stärke der Fahrer und macht natürlich auch einen Heidenspaß, das Ganze dann auch zu kommentieren, beziehungsweise einfach auch für die Zuschauer schön so knallharten Motorsport zu sehen. Ja, 2 Wochen sind wir wieder zurück mit der DSFM, dann schon wie angesprochen vom Alden Park aus England. Wir haben es gehört, hassgeliebte Strecke, die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Ich kenne die Strecke, muss ich ehrlich sein, auch noch nicht wirklich. Muss mich da auch noch ein bisschen drauf einfinden. Bin auf jeden Fall gespannt, wie die Formelfahrzeuge, die Formel Renaults sich da bewegen werden. Kommenden Montag, sind wir dann in den USA mit der DSTM. Da geht es auch wie heute, gewohnte Zeit, kurz vor 8 los mit der Live-Übertragung. Wer da an meiner Seite ist, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wenn ich mich nicht täusche, wird es aber wieder Patrick Jaczynski sein oder der heutige Sieger aus Rennen 3, Carsten Filmer. Einer von beiden wird mich, denke ich, begleiten. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Also einschalten kommenden Montag und in 2 Wochen auf jeden Fall auch wieder dabei sein. Ansonsten, was bleibt noch zu sagen? Schönes Rennen war es heute. Ansonsten schöne Woche. Genießt das kalte Herbstwetter, das schöne Herbstwetter und habt Spaß am Simracing. Eine gute Nacht von mir und von Simracing Deutschland und ja, wir sind raus. Ich bin leider abgeflogen. Wie im echten Leben. Streckenführung natürlich genial. Was das Fahrverhalten angeht, sehr, 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 sehr realistisch. Sehr, sehr nah dran. Ich sag mal, wir sind zu 98% dran. Mit einem Superstart setzt sich da schon ran an die beiden Vorfahrer da vorne. Und da wird es richtig eng zwischen den 3 Fahrzeugen und der Simsing Pro hier, wobei ihm lauter ist.
Simracing zu deinem Motorsport. Ja, davor, das ist dann, ich mache das dann, ich habe das.